und Vertreter aus dem Stadtrat der jeweiligen Parteien dort. Und ich fange mal an bei ganz links, bei Ursula Gärtner. Frau Gärtner, guten Morgen. CDU-Mitglied des Parteivorstandes und Leiterin des Arbeitskreises Gesundheit. Und Sie sind, glaube ich, auch im Aufsichtsrat der Kliniken der Stadt Köln. Das heißt, Sie haben auch nochmal den Blick in Richtung auch der Krankenhäuser. Viola Rechtenwald, SPD, ist bei uns. Assistenzärztin, haben Sie mir eben auch erzählt, also kennen sich auch in dem Bereich auch aus. Und Sie sind auch Mitglied des Gesundheitsausschusses. Mechthild Böll von Bündnis 90 Die Grünen, bei uns, herzlich willkommen auch. Auch Mitglied des Gesundheitsausschusses. Dann Jörg Dethjen von den Linken. Er ist Mitglied des Ausschusses für Soziales, Seniorinnen und Senioren. Jennifer Glashagen, sie ist von Volt, sie ist die Fraktionsvorsitzende, herzlich willkommen. Und Sie sind auch Mitglied des Ausschusses Seniorinnen und Senioren. Und last but not least bei uns Katja Heuer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Und Sie sind auch Mitglied des Ausschusses für Soziales, Seniorinnen und Senioren. Nun wollen wir das heute ein bisschen anders machen. Normalerweise ist es ja so, da oben ist das Podium, da unten wird zugehört und da wird dann diskutiert. Aber wir haben hier so einen Erfahrungsschatz und so viel Erfahrungswissen auch hier in der Runde, dass wir gesagt haben, wir fänden es schön, wenn Sie erstmal auch ein Stückchen zuhören würden, aus der Lebenswirklichkeit, der Pflege, der Altenpflege auch etwas erfahren, auch natürlich mit Blick auf Zeitarbeit in der Pflege. Was bedeutet das, was heißt das überhaupt und welche Auswirkungen hat das? Und dazu werden gleich einige hier auch zu Wort kommen und anschließend sollen und wollen wir dann mit Ihnen auch dann ins Gespräch, in den Austausch auch kommen. Aber zuerst, Frau Reker, haben Sie das Wort, die Oberbürgermeisterin. Bitte schön. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anwesende, liebe Pflegekräfte, liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Träger, liebe Gäste. Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Tag der Pflege. Pflege und die Entwicklung der Pflege ist ja ein Riesenthema und ich kenne das Thema von zwei Seiten. Ich bin seit 1999 immer für Pflegeeinrichtungen zuständig gewesen, erst als Sozial- und Gesundheitsdezernentin der Stadt Gelsenkirchen, die drei kommunale Pflegeeinrichtungen hat, später in Köln für die Sozialbetriebe Köln im Aufsichtsrat und hier auch als Gesundheitsdezernentin. Und es ist auch ein Thema, was mich nicht verlässt. Ich habe eine hochaltrige Mutti, die mit 97 Jahren verstorben ist und die war auch die letzten Monate ihres Lebens in einer Pflegeeinrichtung, also auf diese Seite kenne ich und ich möchte als erstes mal sagen, ich habe die größte Hochachtung vor den Pflegerinnen und Pflegern, die mit großer Leidenschaft und mit großem Herzblut diesen, ja man kann es ja nicht als Job bezeichnen, sondern diese Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, auch die eine oder der andere auf dem Podium, dass ich Pflege zunehmend als kommunale Aufgabe im Bereich der Daseinsvorsorge sehe. Für mich gibt es eigentlich gar keinen Grund, jedenfalls ist er mir nicht ersichtlich, aber vielleicht wird er ja heute hier herausgearbeitet, warum die Kommune für gesundheitliche Daseinsvorsorge zuständig sein sollte, für Pflege, die aber uns alle betrifft als Gesellschaft. Für Pflege nicht. Ich verstehe nicht warum, aber vielleicht gibt es ja hier irgendwie ein Ergebnis, das das beschreibt. Und dass Sie hier zu einem Ergebnis kommen bei Ihnen allen, bei den Expertinnen und Experten, die auf dem Podium sitzen oder hier unten, das ist ja einfach so. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Leiharbeit in der Pflege und bei der Stadt Köln gibt es eine Taskforce, wo Mitglieder der Kliniken der Stadt Köln sind, der Sozialbetriebe Köln und der Agentur für Arbeit. Die haben die gegründet, um die Ausbildung und Rückkehr von Kräften in den Beruf und auch die aktive Gewinnung internationaler Pflegekräfte zu forcieren, zu besprechen und sich auszudenken, wie
wir das jetzt am besten schaffen. Ich weiß, dass Engpässe immer wieder in vielen Einrichtungen bestehen, die ja im Grunde gar keine andere Wahl lassen, als Leiharbeitskräfte zu beschäftigen. Und diese Leiharbeitskräfte, die gehören dann zum Alltag in den Pflegeeinrichtungen und sollen ja eigentlich nur eine flexible Reserve sein. Es geht ja nicht darum, dass Leiharbeitsfirmen und einzelne Pflegekräfte, denen ich natürlich menschlich das gönne, dass sie da vielleicht einen einfacheren Job haben, vielleicht mehr verdienen oder ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten können, als wenn man fest in einer Einrichtung hat, dass die davon profitieren. Und ich verstehe es auch, dass man eine solche Tätigkeit übernimmt, wenn man da in einer beruflichen Situation ist, die einem sonst ein geringeres Einkommen nur ermöglicht. Aber ich bin also zutiefst der Meinung, dass es kein Regelfall werden kann, dass sich die Einrichtung mit dem Einsatz von Leiharbeitskräften, Pflegenden und anderen Leiharbeitskräften wirklich auf Dauer helfen. Also marktgerechte Bezahlung, und man muss ja auch bedenken, jedenfalls nach meinen Erkenntnissen kostet eine Pflegende oder ein Pflegender als Leiharbeitnehmer das Doppelte, und das muss man ja irgendwie umschichten. Und außerdem, was mir eben ganz wichtig ist, mir ist nicht klar, aber ich will auch niemandem zu nahe treten, der das schafft, ob man, wenn man nur eine bestimmte Zeit auf Abruf in einer Pflegeeinrichtung ist, dann es wirklich schafft, auch eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, die ja auch oft Patientinnen und Patienten sind. Das fällt sicherlich sehr, sehr schwer. Es mag mal gelingen, aber ich glaube, es ist was anderes. Und auch das ist mir eben einfach so wichtig. Und ich möchte zum Abschluss noch mal sagen, es ist ein Thema, das uns alle betrifft und was wir auch nicht nach hinten schieben können, weil wir gar nicht wissen, wie unser Leben verläuft. Welches Schicksal wir haben. Das kann uns morgen passieren. Und genauso wie ich immer sage, es kann nicht nur eine barrierefreie Möglichkeit geben, im Erdgeschoss zu wohnen, sondern auch auf der ersten Etage muss es solche Möglichkeiten geben, bin ich einfach dafür, dass wir hier die zu Pflegenden in den Mittelpunkt stellen und sagen, was ist für die am besten. Und deswegen mein Plädoyer hier, was ja nur ein kleiner Input ist, auch nur sein kann: Pflege als kommunale Daseinsvorsorge, steuerfinanziert. Und das gebe ich jetzt hier einfach mal rein und bin auf das Ergebnis gespannt, was mir sicher mitgeteilt wird. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, und viel Erfolg. Ja, Frau Lecker, herzlichen Dank für die Worte am Anfang. Wir wollen ja jetzt ins Gespräch miteinander kommen, und ich habe es ja gesagt, eingeladen haben die diakonischen Träger der Senioren- und der Behindertenhilfe in Köln. Das ist das Diakonische Werk Köln und Region, das ist das Klarenbach-Werk, das Klarenbach-Stift, das ist auch die Diakonie Michaelshofen, das ist zudem sind das die Johanniterhäuser und schließlich auch noch die Evangelische Altenhilfe Brück und Meerheim. Und zwei, die mir jetzt am Anfang ein bisschen was erzählen wollen, kommen aus dem Klarenbach-Werk. Frau Axer und Herr Bohr, vielleicht kommen Sie mal gerade zu mir. Martina Axer, sie ist die Pflegedienstleiterin im Klarenbach-Werk seit 35 Jahren. Sind Sie beim Klarenbach-Werk? 20 Jahre Pflegedienstleiterin. Und Michael Bohr, er ist Wohnbereichsleiter im Klarenbach-Werk und ich glaube seit 9 Jahren dabei. Seit 9 Jahren, genau. Nun gibt es da ganz viele unterschiedliche Meldungen. Die einen sagen, Riesenproblem. Die Zahl ist gestiegen, es gibt mittlerweile 17.000 Zeitagenturanbieter auf dem Markt, die Pflege anbieten im Sinne der Zeitarbeit. Auf der anderen Seite heißt es, naja, das ist ja eher auch nur, vielleicht kommen Sie ein bisschen rum, eher auch nur so ein kleines Problem. Wie schätzen Sie es im Klarenbach-Werk ein, Frau Axer? Also
in den letzten 3 Jahren ist das wirklich zum Problem geworden für uns. Wir arbeiten fast täglich eigentlich mit der Zeitarbeitsfirma zusammen. Es kommt vor, dass zum Beispiel die Schichtleitung Festangestellter mit 3, 4 Zeitarbeitsfirma alleine im Dienst sind. Und damit hat er eine hohe, hohe Verantwortung, dass die Pflege korrekt durchgeführt wird. Ne? Und ich bekomme als Pflegedienstleitung auch täglich E-Mails von Zeitarbeitsfirma, die immer neu wiederkommen. Ne? Also die ist so, als ob die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ne? Also, und immer mit den unterschiedlichsten Angeboten, mit Kosten. Ne? Nun haben wir eben von Frau Reker gehört, das wäre ja auch eine Aufgabe, es geht um Vertrauen auch in der Pflege. Welche Zeiträume decken denn diese Zeitarbeitspflegenden ab? Also die Zeiträume, ist Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst? Nein, ich meine jetzt bezogen, sind die für ein paar Tage nur da, Wochen, Monate? Also sehr oft sind Zeitarbeitsfirmen unterschiedlichen Menschen kommen. Heute kommt der Mitarbeiter A von der Zeitarbeitsfirma und morgen der Mitarbeiter B. Weil wir auch nicht immer so Krankheitsausfälle kalkulieren können, deshalb ist das auch immer spontan, dass wir dann eine Anforderung machen von Zeitarbeitsfirmen. Wie sieht das aus, was die Ausbildung betrifft? Vielleicht Herr Bohr dazu aus dem Bereich Zeitarbeit. Sind das vergleichbare Ausbildungsstände wie die Festangestellten? Da kommt es immer darauf an, von welchen Zeitarbeitern wir reden. Bei Examinierten haben wir eine 3-jährige Ausbildung als Hintergrund. Bei unseren Pflegehelfern von den Zeitarbeiten, da ist oftmals kein Hintergrund. Also da haben wir öfters auch Situationen, wo Menschen zu uns kommen, die noch keinen Tag in der Pflege gearbeitet haben. Das ist ein enormes Problem. Wie sieht das von den Arbeiten aus, die durch die Zeitarbeitspflegenden auch dort gemacht werden? Sind es dieselben Arbeiten auch wie die Festangestellte oder gibt es schon auch einen Unterschied? Es gibt auch schon einen Unterschied. Es fängt zum Beispiel bei der Pflegefachkraft an, dass sie eben halt auch nicht so die Dokumentationsverantwortung hat wie die Festangestellten, wie zum Beispiel erstellen eine Pflegeplanung. Beziehungsweise wenn ein neuer Bewohner zu uns kommt, müssen wir sofort die Risiken einschätzen. Das macht der von der Zeitarbeitsfirma, die Pflegefachkraft, nicht, sondern der Kollege, der anschließend kommt in den Dienst, übernimmt das. Das heißt, die Festangestellten müssen auch Aufgaben übernehmen, die eigentlich dann der Kollege hätte machen sollen. Ne? Also das bedeutet auch für die Einteilung der Gruppen von Bewohnern, die der Mensch versorgt bei uns, das heißt, dass wir schon schauen, dass die schwerst pflegebedürftigen Bewohner wirklich nur von Festangestellten gepflegt werden. Das bedeutet auch, dass dann der Kollege mal 1 oder 2 Bewohner mehr versorgen müsste, als wenn Stammpersonal da wäre. Sie bleiben jetzt mal hier vorne stehen. Ich nehme mir jetzt mal den Stuhl und ich gehe jetzt mal zu Frau Joost. Frau Joost ist hier, sie ist Bewohnerin im Klarenbachwerk. Herzlich willkommen, Frau Joost. Wo begegnet Ihnen denn das Thema Zeitarbeit? Das begegnet mir jeden Tag das Thema, denn ich gehöre ja zu den Pflege. Bedürftigen. Ich bin Gott sei Dank in der Lage, mich relativ gut selbst zu versorgen. Das habe ich mit Hilfe der Pflegenden nach einer schweren Herzoperation wieder geschafft. Aber Hilfe brauche ich und was ich auch brauche als 97-Jährige, ich brauche Zuspruch. Das kann eine Minute sein, das kann eine halbe Minute sein. Zuwendung, und die erfahre ich in den seltensten Fällen von Zeitarbeitern. Das ist manchmal kommt es mir vor, wie sich Vorstufe zu einem Roboter. Das ist krass. Ich mag es vielleicht, wenn ich darf, erläutern, wenn jemand morgens reinkommt, mein Bett zu machen. Ich ziehe mich selbst an. Ich kenne diese Pflegerin, dann fragt man mal, wie geht's? Was machen die Kinder? Oder geht's der Mutter wieder besser? Und man kommt, ja, kommt ihre Tochter auch bald zu Besuch? Das sind 3 Minuten, in denen auch gearbeitet wird. Aber glauben Sie mir, in 3 Minuten kommt sehr viel Empathie auf und es baut einen auf. Es gibt einen, ich muss ja dem Heim vertrauen. Ich bin dem ja anvertraut. Nicht? Ich bin ja bildbedürftig. Das kann mir kein Zeitarbeitsplan. Und wenn ich schon mal bei der Zeitfirma sage, ach schön, dass Sie reinkommen, können Sie mir nicht mal eben den Rücken waschen. Jetzt nicht. Zack, Türe zu.
Das heißt, es sind auch, wir haben es ja eben gehört, es sind nicht immer dieselben Gesichter. Das heißt, es ist. Ich habe doch fast jeden Tag einen Anlass. Das kommt, ich kann manchmal, wenn jemand sehr nett ist, da sind sie morgen auch da. Nee, das glaube ich nicht. So läuft das. Aber es ist vollkommen unpersönlich. Es gibt einige, die sagen, ach, guten Tag und kann ich was tun, aber die meisten. Die kommen rein, gucken auf ihr Laufblatt und sagen, Frau Joost hilft sich selbst, versorgt sich selbst, dass darunter steht, bitte fragen, ob Hilfe erforderlich. Das lesen die nicht. Und Frau Joost ist ein Mensch und würde gerne auch persönlich angesprochen, steht da wahrscheinlich auch nicht. Ich bitte Sie. Also manchmal gibt es auch Dinge, dass man lachen muss. Einfach ergibt es sich auch durch die Sprachbarriere. Ja, also wenn Sie Leute haben, die willig sind, aber gar nicht wissen, was sie meinen. Es ist mir vor ein paar Tagen passiert, da wollte ich etwas gerne in den Schrank gepackt haben. Und dann denke ich, was macht die Pflege in einem Badezimmer? Räumte die das Kosmetikregal aus und habe ich gesagt, das ist ein Regal. Und dann hat sie es nachgesprochen. Dann bin ich mit ihr zum Schrank und habe gesagt, das ist ein Schrank. Ich bin das traurig. Ich lebe 5 Jahre in dem Heim und ich kenne viele Leute, die kognitiv das nicht mehr schaffen. Ich habe, lieben Gott, der war gnädig mit mir. Ich denke, das ist ein großes Problem. Das andere Problem hat unsere Pflege- und Heimleitung, aber das ist mein Problem. Haben Sie denn ein Stück Verständnis auch für das Klarenbach-Werk, dass die gar keinen anderen Weg gehen können, weil es so wenig Pflegekräfte auch gibt? Also gibt es ein bisschen Verständnis auch bei Ihnen? Ja, sicher. Ich arbeite seit 4 Jahren im Beirat und wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und unsere Heimleitung bemüht sich, uns das auch zu erklären, warum es so ist. Und ich weiß das, aber die Politik ist gefragt. Aus meiner Sicht, ich bin alte Frau. Vielleicht gehen wir es dann auch schon mal ganz kurz in die Politik oben hoch. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen was dazu sagen möchte. Ist Ihnen dieses Problem Zeitarbeit, so wie wir es jetzt gerade auch gehört haben, ich muss ein bisschen mal zurückgehen, glaube ich, ist Ihnen das bekannt? Wissen Sie darum, was das bedeutet für die Menschen vor Ort? Fangen Sie gerne an, bitte. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin vom Beruf her Heilerziehungspflegerin und habe vor meiner Elternzeit in einem Wohnhaus gearbeitet, der SBK, Dr. Dormann-Fatti-Stift für Menschen mit komplexen Behinderungen. Das heißt, ich komme selber aus der Pflege. Dort war ich als Wohnbereichsleitung eingesetzt und ich kenne das Problem mit der Zeitarbeit. Und ich weiß, was es bedeutet, vor dem Dienstplan zu stehen und einfach die Lücken nicht mehr gestopft zu bekommen und nicht zu wissen, wie kriege ich morgen den Dienst so abgedeckt, dass ich ordentlich nach Hause gehen kann und in Ruhe schlafen und Feierabend haben kann, weil ich weiß, meine Menschen, die ich hier betreue, sind gut versorgt. Also diese Sorge kenne ich, das vorweg, und es ist trotzdem immer wieder erschreckend, das wieder zu hören. Und es ist in den Jahren, ich bin jetzt seit 2020 raus, also in Elternzeit und dann in die Politik gegangen, hat es sich ja noch verschärft, die Situation von damals bis heute. Ich habe das jetzt eben noch mal gehört, von wegen die Schichtleitung hat halt eine höhere Verantwortung. Und das bringt aus meiner Erfahrung, und vielleicht korrigieren Sie mich da, einfach auch Unzufriedenheit. Denn man ist ja nicht in diesen Beruf gegangen, um die administrativen Sachen ausschließlich zu machen und diese ganze Verantwortung zu tragen, sondern man möchte ja auch diese zwischenmenschlichen Sachen haben, die Sie gerade beschrieben haben. Und genau deswegen ist man ja in diesen Beruf gegangen, weil es auch ein Stück Berufung ist. Ich habe immer gesagt, mein Geld kann ich woanders, vielleicht beim Supermarkt an der Kasse auch irgendwie besser oder einfacher, nicht besser, sondern viel einfacher verdienen. Und ich arbeite trotzdem gerne in der Pflege, weil es mir so viel Spaß macht und ich es gerne mache. Und deshalb müssen die Rahmenbedingungen stehen. Und ich habe, glaube ich, auch, so wie Sie das gerade eben beschrieben haben, als Leitung einfach einmal zu oft gesagt, das ist Politik gemacht oder da muss die Politik handeln.
Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich mich politisiert habe und dann in die Politik gegangen bin, weil ich genau so etwas gerne mit verantworten möchte oder verbessern. Und da würde ich gerne Frau Reker zustimmen. Ich finde, es ist auch eine kommunale Aufgabe, denn genau hier werden diese Pflegeplätze benötigt. Und die letzten Zahlen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, sind von 2004, wo gesagt wird, 2030 fehlen uns so viele Pflegeplätze, dass wir fast 10 neue Heime benötigen. So, und gleichzeitig wissen wir aber auch, diese Stadt ist halt begrenzt. Und wenn ich aber mein Leben lang hier gelebt habe in Köln, möchte ich auch nicht nach Bergisch Gladbach, Leverkusen oder sonst wohin ziehen, um dort in einem Pflegeheim zu sein. Und deshalb ist es sehr wohl kommunalpolitisch die Aufgabe zu sorgen, dass es hier genug Angebote gibt. Und dann kommt es natürlich noch hinzu, dass diese Stadt auch attraktiv sein muss für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Also wir brauchen Wohnraum für diese Menschen, wir brauchen ein Angebot auch für die Freizeit und Ähnliches. Und das ist alles Kommunalpolitik. Und deshalb finde ich, ist es richtig, dass wir hier heute darüber reden. Okay, herzlichen Dank. Vielleicht redet ihr noch kurz dazu und dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal zurück in die Praxis und versuchen so miteinander in den Austausch ins Gespräch zu kommen. Ich würde gerne nochmal auf die Oberbürgermeisterin Bestellung nehmen, weil die ist ja jetzt nicht mehr lange da, die hat ja viel zu tun. Ich würde das sogar, nee, das war jetzt nett gemacht. War wichtig, dass Sie das dann mal dazu gesagt haben. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen, Frau Becker. Ich würde sagen, das sind systemrelevante Berufe. Ich würde sogar sagen, es ist unstrittig, dass die Polizei systemrelevant ist. Aber ich würde sagen, ihr Job ist auch systemrelevant. Und dann muss man entsprechend die Personen auch so behandeln und auch so bezahlen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nehmen wir einmal an, wir würden sie genauso bezahlen wie Polizistinnen und Polizisten, dann wäre nicht das angemessen. Und, dazu kommt natürlich auch noch die Wertschätzung. Wir haben einfach für bestimmte Berufe, gibt es keine Wertschätzung mehr. Und da muss erheblich was passieren. Und das ist, glaube ich, der Grundschlüssel für diese ganzen Probleme. Weil wir müssen uns ja fragen, warum flüchten diese Menschen überhaupt in Leiharbeit? Das ist ja gar nicht... Es ist ja schade, dass sie das machen, dass sie so keinen Bezug haben. Und ich glaube, darüber müsste man diskutieren, die Frage der Sinnstiftung von Arbeit. Und das Schöne ist ja an ihrem Beruf, er ist a, systemrelevant, aber er ist natürlich auch brutal spannend. Weil man kann menschlich was rüberbringen, was man in anderen Berufen, bei Ford oder so, gar nicht rüberbringen kann. Der fragt die Schraube nicht, ob es ihr gut geht oder nicht. Aber die Menschen, das haben sie ja gesagt, die wollen Zuwendung haben und das können sie geben. Frau Reker. Ja, ich wollte mich jetzt nicht aufs Podium drängen. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass wir kennen ja das Problem und ich bin auch der Meinung, eine Kommune kann unter den jetzigen gesetzlichen Bedingungen alleine das Problem auch nicht lösen. Das heißt, wir brauchen auch viele Träger, die diese überziehen. Einrichtungen, die wir brauchen bis 2030, das ist so, die Zahlen liegen ja auf der Hand, die mitbetreiben. Also die Sozialbetriebe Köln werden einige Einrichtungen bauen und ich ermuntere alle Träger natürlich auch für solche Einrichtungen zu sorgen. Davon sind aber noch die Arbeitskräfte nicht da. Die Pflegenden und Pflege, die müssen wir ja finden. Und alles das, was Herr Detjen gesagt hat, kann ich unterschreiben. Ich glaube, im Bewusstsein der Bevölkerung ist angekommen, dass man Wertschätzung nicht nur durch Klatschen während Corona ausdrücken kann, sondern dass man auch da richtig honorieren muss. Aber es sind für mich eben zwei Säulen. Und solange sich die Gesetzgebung noch nicht geändert hat, müssen wir sehen, dass wir viele Träger kriegen, die uns helfen dabei, strukturell hier eben Einrichtungen zu betreiben. Und wir machen das jetzt so, immer wenn wir ein neues Baugebiet ausweisen, dann denken wir Pflege genauso wie Schulen und Kindergärten mit. Und bei Nachverdichtungen sehen wir auch zu, wo kann man noch eine Pflegeeinrichtung
unterbringen, weil das ist natürlich genau das, was Frau Glashagen eben gesagt hat. Die Menschen wollen, und das geht uns ja allen selbst so, man will ja da bleiben, wo man den Großteil seines Lebens verbracht hat und nicht plötzlich in einem anderen Stadtteil landen. Und ich sage jetzt noch mal ganz zum Schluss, ich habe ja das große Glück, ich bin ja seit Januar auch schon Rentnerin, dass ich mein eigenes Alter in dieser Stadt mitgestalten kann. Und das werde ich auch tun. Vielen Dank. Ja, danke, Frau Welker. Wir wollen noch mal weiterreden über die Situation, über die Auswirkungen auch der Zeitarbeit. Frau Joost hat erzählt, was das für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet. Was bedeutet das für die festangestellten Pflegekräfte? Was bedeutet das für das Team? Bedeutet, dass es kommen Mitarbeiter, die mehr Geld bekommen, sage ich jetzt mal. Wir wollen mit Sicherheit unseren Mitarbeitern auch gerne mehr Geld geben, aber wir sind ja tariflich gebunden. Dann sind die Mitarbeiter, dass die einfach mehr Arbeit haben, müssen eben halt mehr und Verantwortung einfach auch. Mehr Verantwortung. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Pflegefachkraft von der Zeitarbeitsfirma, die war das erste Mal bei uns und dann hat eine sehr, sehr gute festangestellte Pflege Assistent, Hilfskreis, also Pflegehelfer, hat dann einfach mitgeschaut, dass alles gut läuft. Das heißt also auch diese Mitarbeiterin übernimmt dann mehr Verantwortung, wo wir uns dann auch wissen, wir können uns darauf verlassen. Das, was man ja in den Medien liest, ist erstmal, die bekommen bis zu 1000 Euro mehr, kosten dementsprechend auch mehr, dürfen ihre Dienste selber gestalten, also können sagen, Wochenende kommt für mich nicht in Betracht, Nachtdienst mache ich auch nicht. Wie wirkt sich das denn, ich sage dem mal zu Ihnen, Herr Bohr, wie wirkt sich das denn aus auf Ihre Mitarbeitenden? Also ich glaube, dem Großteil meiner Mitarbeiter ist es definitiv wichtiger, dass wir mehr Personal haben, als dass wir mehr Geld haben. Das ist erstmal schon mal das Kernproblem. Wir reden immer seit 10 Jahren reden wir darüber, dass wir mehr Geld brauchen, aber das ist eigentlich nicht der Kern. Also der Kern ist, dass wir einfach zu wenig Leute haben. Und wenn ich jetzt hier höre, dass wir dann 10 neue Einrichtungen brauchen, wir brauchen erstmal Personal in unserer Einrichtung, um irgendwie zu halten. Schon immer, dass wir uns über Dinge Sorgen machen, die weit in der Zukunft liegen, anstatt die Probleme zu bearbeiten, die wir jetzt haben. Ich mache das Problem nochmal konkret. Also wir haben mitbekommen, Zeitarbeitpflegende machen nicht denselben Job, zum Beispiel wie Festangestellte. Stichwort Dokumentation ist ein Beispiel. Bekommen mehr Geld, können das selber auch in Stücke gestalten. Ich habe gelesen, bekommen teilweise auch einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Was macht das denn mit den Festangestellten? Gibt es da den einen oder anderen, bei denen irgendwie im Kopf anfängt, das Nachdenken, so ein Motto, könnte das auch was für mich sein? Gibt es welche, die zu Ihnen als Wohnbereichsleiter kommen und sagen, hör mal, können wir denn nicht an den Arbeitsbedingungen insofern was verändern, dass vielleicht auch bei uns da auch mehr möglich ist? Es geht ja oft gar nicht um das Thema Geld, sage ich mal, sondern es geht auch um das Thema Leben, Freizeit, Work-Life-Balance. Naja, ich denke, dass bei uns eigentlich ein ziemlich hoher Bezug zum Haus besteht. Also ich habe jetzt sehr wenige Mitarbeiter, die jetzt zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte ganz gerne in die Zeitarbeit wechseln, weil die Konditionen da besser sind. Bei uns haben wir eigentlich einen sehr hohen Bezug zu unserem Haus und auch zu den Bewohnern. Ich denke mal, das ist der größte Unterschied zu der Zeitarbeit. Da herrschen ja sehr hohe Fluktuationen, man geht von Haus zu Haus. Und bei uns ist es eben so, dass wir die Leute im Prinzip nur 2-3 Sekunden sehen müssen und wissen, was jetzt los ist. Ne? Also das ist so dieser Bezug, den wir sehr genießen, den wir auch gerne aufrechterhalten würden. Nur halt durch diese Mehrarbeit, die wir durch die Zeitarbeit haben, ist das oftmals nicht möglich, weil wir dann noch verschiedene Kontrollinstanzen haben, wir müssen nachlaufen, wir müssen mehr Aufgaben übernehmen in verschiedensten Bereichen, sei es Dokumentation, sei es einfach nur Kontrolle, sei es Anreichen, sei es jetzt die Übernahme von Schwerstpflegepatienten, die wir dann der Zeitarbeit ungern überlassen, weil es einfach nur ein gutes Gefühl gibt. Ne? Ich sag mal danke. Wir werden nachher sicherlich noch weiter auch Beispiele hören, denn eines ist wichtig, wir wollen auch noch über die finanziellen Auswirkungen auch reden. Herr Birks, Frau Hellmann, vielleicht kommen Sie gerade mal zu mir, dass wir das auch mal besprechen können. René Birks, er ist der Geschäftsführer der Johanniter Seniorenhäuser. Nicht ganz, erzählen Sie. Niederlassungsleiter. Okay. Und Irina Helbert, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig mache, Einrichtungsleiterin und Geschäftsführerin des Klarenbachstifts. Erzählen Sie, Sie sind ja auch immer auch noch als Einrichtungsleiterin auch in der Pflege mit drin. Das, was wir gerade gehört haben von Frau Axel, von Herrn Bohr, sind das auch die Probleme, die Sie haben? Ja, ganz
ganz genau. Also das sehen wir auch jeden Tag so. Ein Thema, das hatten wir jetzt öfter besprochen, die Sprachbarrieren. Wenn ich dann abends als Geschäftsführerin halt noch im Haus bin und meine Mitarbeiter mir dann sagen, ich frage, warum seid ihr immer noch hier? Ja, weil die Zeitarbeitsfirma, die hat nicht verstanden, dass sie den und den auch noch versorgen muss. Und das ist natürlich einfach eine Katastrophe. Das sind meistens Mitarbeitende aus der Zeitarbeitsfirma, die letztlich mit Migrationshintergrund, teilweise mit großen Sprachproblemen dann zu ihnen kommen? Ja, das ist halt auch ein Problem. Deswegen war einer unserer Forderungen, dass es irgendwie da eine Regel geben muss, dass sie zum Beispiel mindestens ein B2-Zertifikat haben müssen, damit sowas halt nicht passieren kann. Herr Birks, nun wollen wir über die finanziellen Auswirkungen auch sprechen. Ich habe eben gesagt, 1000 Euro, Tagesschau.de, den könnte man ja möglicherweise glauben. Man liest auch, da war zum Beispiel die Rede von einer Einrichtung in Cochem, die sagen also normalerweise so 4,5 müssen wir zahlen für eine Pflegekraft, eine sehr gute, langjährige Pflegekraft. Das sind bis zu 10.000, die wir zahlen müssen, was die Zeitarbeitsfirma betrifft. Ist das so die Größenordnung dann auch für Sie? Herr Röhl, lassen Sie mich vielleicht zwei Sätze sagen, bevor ich auf das eigentliche Thema komme. Ich finde toll, was die Frau Joost eben berichtet hat, weil das ist die Realität, in der wir uns seit vielen Monaten befinden. Und auch Frau Axer, der Kollege. Wir sind einfach in einer extrem schwierigen Situation. Zeitarbeit ist eigentlich immer so der Helfer in der Not gewesen. Das hat man über viele Jahre auch geschätzt. Mittlerweile ist es aber so, dass wirklich die Zeitarbeit zum existenziellen Problem wird. Wann setzen wir Zeitarbeit ein? Wenn wir entweder Stellen nicht besetzen können aus eigenen Kräften, mit eigenen Kräften oder aber eben zum Beispiel in personellen Engpasssituationen. Das heißt, Mitarbeiter werden kurzfristig krank und um die Kolleginnen und Kollegen nicht noch mehr zu belasten, als sie eh schon belastet sind, nicht nur durch Corona, sondern auch in der Normalsituation, sind sie gezwungen, Zeitarbeit einzusetzen. Das führt dazu, dass sie im Prinzip die vierfachen Kosten der Normalsituation haben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die im Zweifel durch Erkrankungen ausfallen, haben natürlich einen Anspruch auf eine Vergütung, das ist auch richtig und das ist auch gut so. Wenn sie dann die Zeitarbeit einsetzen, bedeutet das aber, dass sie dazu nochmal den dreifachen Aufwand haben, eben für diese Zeitarbeit. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Wenn sie 100 Euro im Portemonnaie haben und die auch zurückbekommen von den Kostenträgern, sie aber 400 Euro für diese Leistung ausgeben müssen, dann können sie noch so solide gewirtschaftet haben, die letzten 10, 20, 25 Jahre, vor allem, Sie können es bestätigen, dann können sie das dauerhaft nicht ausgleichen. Das überlebt kein Unternehmen. Ich glaube, wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, dann wird eine ganze Branche in Richtung Bann laufen. Und da müssen wir uns im Klaren machen. Und wenn ich dann heute im Gespräch mit dem Kollegen aus dem Klarenbergberg bin, ja, dass Einmalzahlungen, die tariflich zu zahlen sind, in Pflegesatzverhandlungen keine Berücksichtigung finden, Angebot null, dann bedeutet das, dass Mitarbeitende, dass das Träger in dieser Branche ja gar keine Chance haben, dauerhaft zu überleben. Und wir kämpfen im Moment darum, den Schaden, der entsteht durch Zeitarbeit und auch durch diese Verhandlungspolitik, so weit zu begrenzen, dass wir dieses Tal irgendwie durchschreiten. Das können wir als gemeinnütziger Träger, als diakonischer Träger, nur deshalb tun, weil wir die letzten 20, 25 Jahre wirklich grundsolide gewirtschaftet haben. Nicht umsonst sind in den ersten 3, 4 Monaten dieses Jahres 250, 350 stationäre Einrichtungen wegen Insolvenz geschlossen worden, deutschlandweit. Und das ist der Anfang. Wir machen mal einen Punkt, Frau Ecker. Ich habe eben Kopfschütteln bei Ihnen gesehen. Ich versuche es mal. Übersetzen Sie es selber. Ich kann es nicht. Ja, vielen Dank. Also wir sind ja als Kommune an den Pflegesatzverhandlungen nicht beteiligt. Und ich weiß jetzt aber erst seit einigen wenigen Minuten, dass tatsächlich eine Nullrunde angeboten wurde. Vom LVR zumindest. Vom LVR für den Bereich der Personalkostensteigerung im TVÖD. Ja, und das kann natürlich nicht sein. Also ich will auch gar nicht jetzt davon sprechen. Und ich glaube auch, Sie haben das eben gesagt, dass natürlich die Arbeitsbedingungen ganz, ganz wichtig sind für die Pflegenden. Aber die müssen ja wenigstens auch den Inflationsausgleich müssen sie einfach bekommen, sonst wechseln sie und ich kann mir gar nicht im Moment, kann ich mir gar nicht ausmalen, wo das hinführen soll, wo so eine Insolvenzwelle, die ja hier jetzt sozusagen thematisiert wird, wo die hinführen soll. Also
ich bin da wirklich einigermaßen konsterniert und nehme das jetzt auch nochmal mit. Vielleicht spreche ich am besten nochmal mit den Pflegekassen darüber, die ja letztlich im Moment in unserem System auch verantwortlich dafür sind, wie die tarifliche Eingruppierung ist. Danke. Wichtig, was wir ja auch gelernt haben, dass wenn Sie auf Zeitarbeit setzen, dass es in irgendeiner Form auch von den Kostenträgern da eine Entlohnung in Anführungszeichen, also dass Sie Geld dafür auch tatsächlich auch bekommen, auch eine Rückerstattung auch bekommen. Das wird ja gar nicht finanziert. Das wird ja überhaupt nicht refinanziert, die Zeitarbeit. Das ist unser persönliches Problem, dass wir die halt einsetzen müssen und da, also das kriegen wir in den Pflegesatzverhandlungen überhaupt nicht refinanziert. Sie bleiben im Moment noch bei mir. Ich würde es noch mal in die Politik auch noch mal hineingeben. War klar, dass das so ein existenzielles Problem ist für die Träger. Frau Böll, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Frau Heuer, Sie hatten sich gemeldet. Frau Heckner gleich auch dazu. Ja, vielen Dank. Ich selber war auch 10 Jahre lang Krankenpflegerin am Anfang meines Berufslebens. Insofern, damals gab es aber dieses Problem mit der Leiharbeit noch gar nicht so sehr. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Die Pandemie hat uns ja schonungslos offengelegt, die Defizite im Gesundheitswesen. Das hat ja sicherlich alles nochmal sehr verdeutlicht. Die schlechten Arbeitsbedingungen wurden deutlich und das Klatschen war ein bisschen Anerkennung durch die Bevölkerung, hat aber natürlich faktisch keine Konsequenzen gehabt. Zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung ist sicherlich ein Grundsatzproblem in unserer Gesellschaft für diese Berufe, diese so wertvollen Berufe. Die Entlohnung, ein Kollege hat es, wir haben es eben gesagt, ist ein großes Thema. Auf der einen Seite, zur Wertschätzung gehört auch eine angemessene Vergütung für diesen wirklich harten Beruf, diesen körperlich und psychisch anstrengenden Beruf, der sehr schön ist, der aber auch sehr viel fordert. Gleichwohl gibt es ja Umfragen, die sagen, das ist nicht das Hauptproblem für die Pflegekräfte, sondern die Arbeitsbedingungen sind die Hauptprobleme. Ich glaube, es gehört, alle Punkte müssen berücksichtigt werden. Zur Wertschätzung gehört auch eine angemessene Vergütung. Ich glaube grundsätzlich, das Gesundheitswesen muss durch die öffentliche Hand sichergestellt sein und eine diese Ökonomisierung in den letzten Jahrzehnten, die wir hatten im Gesundheitswesen, ist durchaus problematisch zu sehen. Die Folgen haben wir jetzt. Denn wir haben ja nicht einen normalen Markt mit Anbietern und Nachfrage. Wir haben die Krankenkassen, die Einnahmen haben, die gesetzlich geregelt sind. Wir haben Anbieter, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, die ihre Leistung anbieten, aber die ja auch gedeckelt sind und auch nicht machen können, was sie wollen. Und dann haben wir die Menschen, die in diese Einrichtungen gehen müssen. Da kann man ja nicht von Nachfrage sprechen. Das ist ja nicht ein freies Wählen, was will ich, wo ist es am schönsten, da gehe ich hin, sondern sind ja andere Rahmenbedingungen. Deswegen ist dieses Dreieck nicht vergleichbar mit einer Marktsituation. Deswegen macht es keinen Sinn, das nicht öffentlich zu regeln. So, ich denke, dass die Leiharbeit ist im Moment eine Möglichkeit oder ein Faktum, um der uns einerseits zeigt, dass die Rahmenbedingungen nicht gut sind in der Pflege, der andererseits natürlich auch ein bisschen abdeckt. Würde das verboten werden oder gesetzlich verhindert werden, hätten wir wahrscheinlich vorübergehend eine Lücke, weil wir ja nach Umfragen wissen, nur 18% der Menschen, die in Zeitarbeitsfirmen arbeiten möchten, würde das diese Möglichkeit es nicht mehr geben, möchten in die Festanstellung. Das heißt, wir sehen auch hier die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte sind das Entscheidende. Und daran müssen alle Häuser arbeiten. Und da müssen wir auch in der öffentlichen Versorgung daran arbeiten, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Sicherlich haben die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen liegt ja bei den Häusern, bei den Pflegeeinrichtungen und bei den Krankenhäusern.
hier ist sicherlich auch das Management gefragt, in jedem Haus Maximales zu geben, um die Arbeitskräfte, um den wichtigen Arbeitskräften wirklich gute Rahmenbedingungen zu geben. Es gibt einzelne Häuser, die das schaffen, die keine freien Stellen haben. Es ist eine große Gemengelage, aber es ist durchaus, auch da müssen wir kommunal sicherlich überlegen, wie können wir die Häuser noch unterstützen damit. Es braucht eine angemessene Ausbildungsvergütung auch für Studierende, für Auszubildende. Und wir haben eben schon gehört, dass zum Teil die Sprachkenntnisse von Menschen, die in Leiharbeitsfirmen arbeiten, nicht ausreichend sind. Da denke ich, wir brauchen dringend richtig gute Integrationsmaßnahmen, um die Menschen, die hier schon leben und die arbeiten wollen, so vorzubereiten, dass sie auch in der Pflege gut arbeiten können, in diesem wunderbaren Job, den viele sicherlich auch machen wollen. Dankeschön. Okay, danke Frau Böll. Ich habe eine kleine Bitte, um das ein bisschen dialogischer zu machen, glaube ich, wäre es schön. Und es gibt ja auch viele Fragen und viele Bitten auch in Richtung Politik, wenn wir es vielleicht ein bisschen von der Zeit her ein bisschen begrenzen können. Das wäre toll. Frau Heuer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch an die Politik mal zuzuhören. Den nehme ich auch gerne aufgreifen. Aber trotz alledem, ich habe jetzt bin selber nicht in der Pflege. Ich habe einen Sohn, der Heilerziehungspfleger ist. Insofern sorge ich für den Nachwuchs sozusagen. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema, was wir heute haben. Ich möchte der Oberbürgermeisterin in einem Punkt zustimmen, in einem anderen Punkt möchte ich ein bisschen kritischer sein. Ich möchte ihr zustimmen, ich glaube schon, dass die Wertschätzung in der Gesellschaft für das Thema Pflege gewachsen ist. Das glaube ich schon, das empfinde ich so in allen Diskussionen, die ich führe. Ich glaube nicht, dass das Thema Pflegeproblematik dadurch gelöst wird, damit es auf kommunaler Ebene gelöst wird. Also ich muss das mal ganz selbstkritisch hier auch ansprechen. Wir bauen im Moment Pflegeplätze ab hier in Köln. Wir hatten 2014, ich habe mir das noch mal erst rausgeschrieben, 8.197 Pflegeplätze, 2020 waren es 7.754. Also so gut ist das auch nicht immer. Also ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir lösen müssen. Und da muss die Kommune auch ihren Beitrag dazu leisten. Ich bin auch bei dem Thema bei Frau Böll, Lösung kann einerseits natürlich eine vernünftige Vergütung sein, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Da bin ich auch dabei zu fragen, wie ist das mit dem Thema Tarifgebundenheit, ist das richtig, ist das nicht richtig, da bin ich skeptisch, aber es ist nicht das Alleinige. Das Alleinige kann es nicht sein, es sind in der Tat auch die Arbeitsbedingungen und deswegen gehen auch viele, glaube ich, in die Zeitarbeit, weil die Bedingungen dort anders sind. Und ich glaube, eine Möglichkeit, dieses zu verändern, wäre das Thema, vielleicht in den Häusern mehr mit Pools zu arbeiten. Weil viele Menschen, die in eine Zeitarbeit gehen, haben ja, sag ich mal, das Thema, ich habe jetzt Familie, da brauche ich eine besondere Situation. Und warum muss ich denn das Geld, was ich für die Zeitarbeit gebe, könnte ich nicht ins Poollösung geben? Das wäre doch eine Idee, wo man sagen würde, ja, da geben wir die Flexibilität und die Möglichkeit, das zu tun, was man an der Zeitarbeit attraktiv findet, in den Häusern. Also insofern, glaube ich, ist das ein Thema, was wir stärker denken müssen. Und das andere Thema ist in der Tat das Thema Qualifikationsmix, glaube ich. Wir müssen die Fachkräfte entlasten von Themen wie Dokumentation und so weiter und so fort, immer stärker. Und glaube, da ist ja auch jetzt im Moment durch die Personalbemessungsgesetzgebung ein richtiger Weg, den die Ampel da einschlägt, zu sagen, ja, wir versuchen mehr oder weniger auch viel mehr Pflegeassistenzen einzuführen, ohne Entlastung von exterminierten Kräften zu schaffen. Das wäre jetzt erstmal mein erster Punkt. Okay, dann hatte sich Frau Breckenwald noch gemeldet. Und Frau Gärtner, vielleicht kurz und dann gehen wir es wirklich dann wieder in die Runde. Es wird noch Gelegenheit geben, wir haben ja noch eineinviertel Stunde, also es wird die Punkte, die Ihnen wichtig sind, werden ja sicherlich auch noch zu Wort kommen. Frau Heckenwald, bitte. Ja, dann versuche ich es mal kurz zu halten. Also es ist ja so, die Zeitarbeitsfirmen, die haben es einfach extrem leicht, ja, im Moment. Denen laufen die Mitarbeiterinnen zu, die müssen sich nicht beteiligen an hier Ausbildungsmöglichkeiten, an Fort- und Weiterbildung, tragen eben keine Verantwortung. Die können ja auch sagen, ja, mein Mitarbeiter ist heute Morgen nicht gekommen, tut mir eben leid. Und was passiert dann so?
Und dieses Ungleichgewicht oder ja eigentlich sogar diese Ungerechtigkeit, die muss man ja irgendwie ausgleichen im Moment. Und da muss man aus meiner Sicht schon mal überlegen, was für gesetzliche Regulierung kann man da machen, um da mal wieder auf ein gleiches Level am Ende zu kommen. Genau, und da gibt es ja Ideen, die da diskutiert werden. Können Sie auch gerne mal sagen, was Sie da irgendwie so persönlich im Kopf hätten. Aber natürlich erstens, die Träger bleiben auch auf den Kosten sitzen. Was ist mit der Refinanzierung? Was ist mit der Beteiligung an den Ausbildungskosten? Und ist es sogar irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ja, das, was wir an Zeitarbeitsmitarbeiterinnen bezahlen, können wir das irgendwie deckeln? Und das, wobei das aus meiner Sicht auch stark daran geknüpft ist, was man wirklich flächendeckende Tarifbindungen in dem Bereich auch hat, damit es dann am Ende wirklich durchschlagend ist. Sie haben sofort das Wort. Ich möchte gerade Frau Reker verabschieden. Frau Reker, danke, dass Sie da waren. Alles Gute. Frau Gerke. Ich möchte gerne vermeiden, dass ich jetzt vieles wiederhole, was schon gesagt worden ist, weil ich denke, bei der Grundproblematik, da sind wir weitgehend alle ähnlich informiert und sehen da auch ein Problem. Das Problem ist die Lösung. Die haben wir noch nicht gefunden. Und die werden wir wahrscheinlich nicht endgültig finden, aber man soll ja versuchen, irgendwo Perspektiven aufzuzeigen. Ich möchte noch mal kurz sagen, die Träger machen das ja nicht zu ihrem Vergnügen mit dem Engagement von Zeitarbeitsfirmen, sondern die Pflegebedürftigen sind da, im Krankenhaus sind die Kranken da, die versorgt werden müssen. Und die Alternative gibt es ja im Grunde genommen gar nicht. Man kann ja nicht die Leute nach Hause schicken. So, und mir ist also, hat ja auch das angesprochen, mit den Poolbildungen. Mir ist bekannt, dass sowohl im Krankenhausbereich als auch in den Pflegeeinrichtungen schon teilweise damit gearbeitet wird. Aber trotzdem ist das immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wir müssen eben aufpassen, dass dieser Teufelskreis, dass uns die Leute weglaufen, auch aus finanziellen Gründen und aber auch, weil sie andere Arbeitsbedingungen finden. Die sagen, ich mache aber keinen Nachtdienst und ich mache nur von dann und dann Dienst, dass das nicht passiert. Denn ich höre schon von einzelnen Einrichtungen, beziehungsweise von den dort Beschäftigten so Beschwerden darüber, jetzt ist schon wieder ein Kollege zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen. Ich finde das ungerecht, der wird bezahlt. Und ich muss jetzt, wenn da einer kommt von der Zeitarbeitsfirma, auch noch zusätzlich den jetzt anleiten. Worauf ich hinaus will, ist, ich denke, dass schon das Thema Bezahlung letztlich nicht unerheblich ist. Die Träger können ja wegen der Tarifbindung das nicht einfach verändern. Aber wenn man da was auflegen könnte für die Träger, also für die Refinanzierung, glaube ich schon, wenn die Pflegekräfte, auch wenn es hauptsächlich die Arbeitsbedingungen sind, mehr verdienen, spielt das auch eine große Rolle. Das heißt, dieser Gap zwischen dem, was ich verdiene bei einer Zeitarbeitsfirma und was ich mit einem regulären Arbeitsplatz verdiene, der muss reduziert werden. So, das schlägt auf die Kosten durch, aber, und dann komme ich zu einem Punkt Daseinsvorsorge, ich bin der Auffassung, dass dann die Pflegekosten gedeckelt werden müssen und dass man dann, und das ist nicht eine kommunale Aufgabe, aber eine, die wir auf insbesondere Bundesebene regeln müssen, dass dann letztlich dieser Gap steuerfinanziert werden muss. Denn wir finanzieren vieles über Steuern und das ist so ein existenzieller Bereich und da muss wirklich drüber nachgedacht werden, dass man hier entsprechend diese Kosten auch sozusagen subventioniert. Ja, danke für die Antwort. Vielleicht, Herr Dirks, müssen wir über die Stichwort Refinanzierung nochmal sprechen. Wir haben eben dieses Kopfschütteln von Frau Reker gesehen, als Sie gesagt haben, da kommt nichts, da kommt nichts zurück. Wie ist das denn? Wie nimmt man das denn auf der anderen Seite zur Kenntnis, wenn es darum geht, Pflegekassen und so weiter, wenn Sie mit dem Problem kommen, sagen die dann, euer Problem, müsst ihr euch selber drum kümmern oder wie sieht das aus? Ja, ich sag mal, Pflegesatzverhandlungen sind ein Stück weit ja wie ein türkischer Basar. Ja, der eine hätte gern, weil er es braucht, und der andere sagt, naja, aber dann weiß mir doch mal nach, dass es wirklich benötigt wird. Das Problem an der Seite ist ja, wir sind ja in der Prospektivität. Das heißt, wir verhandeln heute für den kommenden Zeitraum. Und grundsätzlich ist es schon ein Thema, den Kostenträgern deutlich zu machen, ja, welche Tarifsteigerung erwarten wir denn? Ja, dann sagen wir, okay, wir gehen von 4% aus, der Kostenträger sagt, nee, ich gehe aber von 2,5% aus. So, landen Sie nachher bei 2,5, haben Sie Glück gehabt, landen Sie aber bei 4 oder bei 5%, haben Sie ein Problem, weil Sie nicht nachverhandeln können. Ja, das heißt also,
Sie sind im Prinzip auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und wenn Sie jetzt eine Einmalzahlung, die Ausgleichszahlung zahlen müssen, weil Sie tariflich gebunden sind, Ihre Pflegesatzverhandlungen sind auch schon vorbei, dann sagt der Kostenträger, im Zweifel haben Sie nicht verhandelt. Kommen Sie aber im Vorfeld der Verhandlungen, also bevor das Ganze verabschiedet ist, auf Kostenträger zu und sagen, es könnte passieren, das ja, es könnte, finanzieren wir aber nicht. Also das ist einfach ein schwieriges Geschäft und auch wenn das jemand hören will, wir sind ja schon seit ewigen Zeit in der Selbstkostendeckung. Ja, das will keiner hören, das ist, wir verhandeln ja prospektiv, aber letzten Endes ist es das. Ja, und wenn man sich heute Gedanken macht, eine neue Einrichtung zu bauen, dann kann ich nur aus unserer Sicht im Moment sagen, den Gedanken, den gehen wir gar nicht mehr an, weil wir personell überhaupt nicht die Möglichkeit haben. Wir könnten Häuser sofort füllen, sofort. Dann müssten wir aber Roboter haben, die unsere Menschen versorgen. Frau Jost hat es eben berichtet. Das geht einfach nicht. Ja, und gerade wurde hier berichtet, naja, die Anzahl der Pflegeplätze sinken. Nominell sind bei uns als Träger keine Pflegeplätze reduziert worden in den letzten Monaten. Was wir aber erleben, ist, dass Häuser zunehmend nicht die Personalmenge haben, um Bewohner vernünftig versorgen zu können. Das heißt, wir sind gezwungen, Pflegeplätze leer stehen zu lassen, um Bewohnern gerecht zu werden, aber auch um unsere Mitarbeiter nicht noch mehr auszubeuten. Ja? Also nicht noch mehr zu belasten, als wir das eh schon tun müssen, weil das System es einfach nicht anders hergibt. Und wenn wir da nicht den Riegel vorschieben, wenn wir da nicht Instrumente finden, das zu regulieren, dann haben wir ein echtes Problem. Dann reden wir nicht darüber, dass nur gewinnmaximierende Unternehmen in die Insolvenz gehen, sondern dann werden auch gemeinnützige Träger, wo es nicht darum geht, Gelder zu generieren und sie irgendwelchen Aktionären in die Hände zu drücken, sondern wo es darum geht, einen Auftrag zu erfüllen, ja, Menschen zu versorgen und für Menschen da sein zu können. Frau Just sagte eben, da kommt mal ein Mensch rein und fragt mich, wie geht's Ihnen denn? War Ihre Tochter da? Wie geht's Ihrem Enkel? Das wird es alles nicht mehr geben. Ja, und das ist eine erschreckende Situation, der müssen wir uns jetzt stellen. Das ist in einem Jahr oder in zwei zu spät. Die Situation, die wir aktuell erleben, ich bin jetzt etwas mehr als 25 Jahre in der Branche und auch bei den Johannitern tätig, im vollstationären Bereich, habe ich so noch nie erlebt. Inhaltlich nicht und auch wirtschaftlich noch nicht. Ja, und ich glaube, diese Insolvenzen, die wir gerade erleben, das ist der Anfang. Das ist der Aufstieg zum Gipfel. Wenn wir da nicht eingreifen, wenn die Politik da nicht Mittel findet, das anders zu regeln. Wir treffen mit einer völlig regulierten Branche, den Pflegesektor, auch im Krankenhausbereich, auf einen völlig unregulierten Bereich der Zeitarbeit. Ja? Wir können aus diesem Konzept nicht raus, weil es einfach vorgegeben ist. Zeitarbeit sagt sich, naja, Sie brauchen es ja, zahlen Sie es oder lassen Sie es. Sie haben aber gar nicht die Alternative. Und ich sage immer, in den letzten Wochen und Monaten, die Zeitarbeit bedeutet für uns den kurzfristigen Tod. Der Leerstand von Betten macht mittelfristig, langfristig das Gleiche. Und nur, und ich glaube, da kann ich auch für die anderen Träger sprechen, nur weil wir wirklich in den letzten 20 Jahren grundsolide gewirtschaftet haben, überleben wir das gerade. Das werden wir aber nicht mal 5 oder 10 Jahre tun. Und Mitarbeiter machen sich jetzt schon Gedanken darüber, wie sicher ist denn mein Arbeitsplatz überhaupt noch. Ja, das kommt ja zu der Belastung, die Mitarbeiter vor Ort erleben, ja noch obendrauf. Ja, und ich glaube, ja, Vergütung ist ein wichtiger Bestandteil, aber bei jeder Befragung, die wir machen, bei jedem Gespräch, das wir führen, ja, natürlich wollen wir vernünftig verdienen, aber ich glaube, dass die Gehälter nicht so schlecht sind. Aber die Bedingungen, das ist das Problem. Die Bedingungen sind schlecht. Wir müssen es schaffen, den Mitarbeitern eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, dass sie mit einem guten Gefühl kommen und mit einem guten Gefühl gehen können. Nicht mit dem ständigen Gedanken, ja, das habe ich nicht geschafft, das konnte ich nicht mehr, was ist mit Frau Meier? Das macht keiner sein Leben lang. Das müssen wir ändern. Frau Hemmert, bevor wir dann hier auch die Runde auch öffnen, noch ein Stichwort, Qualität der Pflege, ist ja gerade auch von Herrn Börks nochmal angesprochen worden, auch durch Zeitarbeit, durch den Personalmangel. Wie schätzen Sie es ein, auch als Einrichtungsleiter? Ja, das Problem ist einfach die Pflegequalität bei den Herrschaften, die dann ins Haus kommen. Ne? Wenn ich dann höre, ja, die benutzen nur einmal Waschlappen, um einen Bewohner von oben bis unten zu waschen, das kann doch einfach nicht sein. Ne? Das Material ist da, unsere Kräfte schaffen es alleine nicht. Also wir haben
keine unbesetzten Stellen, aber wir haben einfach eine Hochaltrigkeit auch bei den Mitarbeitern inzwischen, weil wir keine Personalfluktuation haben. Die werden infolgedessen krank. Also brauche ich die Zeitarbeitsfirmen. Und da ist einfach mein Ansatz, ich bin nicht gegen die Zeitarbeitsfirmen, ich bin einfach der Meinung, es muss Regeln geben, auch für die Zeitarbeitsfirmen. Ja, wir bilden unsere Mitarbeiter fort. Ich habe jetzt aktuell habe ich mehrere, die machen die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement, Praxisanleiter, was wir brauchen für die Auszubildenden. Das hat ja eine Zeitarbeitsfirma alle nicht. Unsere Mitarbeiter müssen geschult werden in Expertenstandards, all diese Sachen. Das hat eine Zeitarbeitsfirma nicht. Die schicken uns einfach Menschen, die im Zweifelsfall tatsächlich noch nie, ich sag mal, auf Menschen losgelassen wurden und müssen das dann bei uns oder dürfen das bei uns. Und das kann so einfach nicht sein. Deswegen steht auch in unserem Papier ein Anspruch, dass wir sagen, es muss mindestens ein dreimonatiges Pflegepraktikum vorher absolviert sein. Und das muss auch nachgewiesen werden. Das darf man sich nicht irgendwo kaufen, sondern das muss wirklich absolviert werden, dass die festen Kräfte auch wirklich diese Anleitung machen können. Und ja, und die können sich ansonsten immer weiter eine goldene Nase verdienen, die Zeitarbeitsfirmen. Und wir müssen es letztendlich ausbaden. Und da muss einfach ein Riegel vorgeschoben werden. Nicht gegen die Zeitarbeit, sondern miteinander muss das sein. Und alle Seiten müssen gesehen werden. Ja, danke. Axel, Sie wollen was ergänzen? Ich kann nur einfach mal ein Beispiel aus der Praxis erzählen. Wir hatten vor kurzem eine Schülerin, eine Auszubildende aus dem Krankenhaus, und die erzählte, dass da ein Patient war, der 4 Monate im Krankenhaus war, weil keine Pflegeeinrichtung ihn aufnehmen konnte, weil sie die Pflege nicht leisten konnte. Und das trifft immer mehr zu, dass erfahre ich auch selber bei uns, weil wir haben jetzt seit circa 4 Monaten mindestens 4 Zimmer frei, weil wir nicht voll belegen können, weil wir das den Pflegefachkräften, die noch vor Ort sind, nicht zumuten können und auch nicht wollen. Und dann heißt das, wenn wir Anfragen bekommen, dass wir dann sagen müssen, leider nein, wir können ihren Angehörigen nicht aufnehmen. Und das bedeutet, die müssen den zu Hause selber noch pflegen, und oft kommt auch, wir sind am Ende unserer Kräfte zu Hause. Ne? Also darauf steuern wir eigentlich hinzu, dass der Pflege vorm Kollaps steht. Ich habe gesagt, wir wollen das jetzt öffnen und die zweite Stunde, die wir zur Verfügung haben, auch nutzen, um über Lösungen zu sprechen. Auch die diakonischen Träger haben ja Ideen entwickelt, Forderungen könnte man es auch nennen, aber Ideen entwickelt auch in Richtung Politik zu sagen, da könnten mögliche Ansätze auch sein. Aber ich will jetzt erstmal hier so in die große Runde reingucken. Ich weiß, Stichwort Pflegeschule zum Beispiel, da sind einige dabei. Da hinten gibt es eine Wortmeldung. Lena, vielleicht gehst du mal mit dem Mikro hin. Ja, guten Tag, ich bin Anne Wiedmer. Ich lebe seit 4 Jahren im Friedrich-Karlo-Haus und habe mir eigentlich schon 4 oder 5 Jahre gewünscht, dass so eine Veranstaltung stattfindet. Weil ich vor fast einem Tag genau, vor 5 Jahren genau, erkrankt bin. Also insofern, ja, es kann jeden treffen. Ich habe mir das gewünscht, weil ich mir eben seit 5 Jahren genau diesen Beruf, Pflegeberuf, aus der Nähe sehr genau anschaue und sehr mitfühlend bin. Ja, der Beruf steht vor dem Kollaps und alle, die noch in dem Beruf arbeiten, denen ist hoch an Achtung gegenzubringen. Was ich noch hinzufügen möchte, hier liegt ein Brief, den habe ich vor einem halben Jahr Gesundheitsminister Lauterbach geschickt. Der ist mir nur maschinell beantwortet worden. Dort habe ich also meine Gedanken schon ausgedrückt. Und was ich jetzt hinzufügen möchte, ist ja sehr viel gesagt worden und sehr viel Expertenwissen hier im Raum, was mich sehr freut. Ich möchte hinzufügen, ich lebe in einem Heim für Menschen, jüngere Menschen mit Behinderung. Und ich möchte eigentlich nur für die sprechen, die gar nicht mehr sprechen können, die sich nicht mehr ausdrücken können, die ja eben
kaum Ausdrucksmöglichkeiten haben, weil ich kann sehr viele Anekdoten erzählen zur Zeitarbeit, das wäre sehr lustig, vielleicht, aber so viel Zeit haben wir nicht. Es geht aber darum, dass ich mich ausdrücken kann, dass ich mich zur Wehr setze, das tue ich auch, und dass mir gewisse Dinge auch gar nicht zugemutet werden können. Aber ich male mir oft aus, was passiert im Nebenzimmer, der Dame, dem Mann, der nicht sagen kann. Denn ich weiß, ich muss jeden Handgriff erklären. Mir werden nicht die Zähne geputzt, einfach. Ich muss jeden Handgriff erklären. Das heißt, die Zeitarbeit oder auch die Person, die sich nicht auskennt, die geht ins Nebenzimmer. Was macht die dort? Und keiner kann hier sagen, was sie dort macht. Und für die Menschen spreche ich. Ich möchte es mir nicht ausmalen, was in meinem Nebenzimmer passiert. So, das wollte ich sagen. Und das ist das. Herzlichen Dank für die sehr, sehr persönlichen Worte. Ich schaue mal Richtung Pflegeschule. Wie sieht es bei dem Nachwuchs aus? Ist Thema Zeitarbeit, ist das ein Thema für euch? Wer kann da was sagen? Hallo, also ich heiße Uega Kanat. Ich bin Pfleger seit circa 4-5 Jahren und liebe diesen Beruf und mache den sehr gerne auch. Und bin da mehr oder weniger, sage ich mal, reingerutscht in den Beruf. Man hat dann angefangen, die Liebe zu dem Beruf zu entwickeln, etc. So, in der letzten Stunde, die wir jetzt hier diskutiert haben, fehlen mir gewisse grundlegende Sachen. Das wäre zum einen die Tatsache, dass ich mich ehrlich gesagt ein bisschen instrumentalisiert fühle als Pflegekraft, dass ich hier für, sage ich mal, stark gemacht werden soll, mich gegen die Zeitarbeit zu setzen und mich dazu zur Wehr zu setzen. Rein aus persönlicher Erfahrung, wenn Zeitarbeit zu uns in den Einrichtungen kommt, dann sind wir grundsätzlich erstmal immer dankbar dafür, dass wir unterstützende Kräfte haben. Das ist einfach eine Tatsache. Wir delegieren dann simplere pflegerische Maßnahmen. Das muss nicht gleich die komplette Grundpflege sein. Aber sei es schon das Essen verteilen, das ist schon eine Sache, die uns sehr entlastet. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es wird darüber geredet, dass Qualifikationen fehlen bezüglich der Zeitarbeitskräfte. Die Tatsache ist einfach die, dass wenn man sich dazu entscheidet, nicht in die Zeitarbeit zu gehen, man ebenfalls keine Sprachzertifikate benötigt, wenn man in eine stationäre Einrichtung geht. Es ist genauso das gleiche Spiel. Ich brauche keine B2-Zertifizierung, um in einer stationären Einrichtung arbeiten gehen zu dürfen. Deswegen finde ich die Regulierung, die man hier setzt, dass man sagt, Zeitarbeit muss mindestens ein dreimonatiges Praktikum absolvieren, um überhaupt als Pflegekraft zu arbeiten, das stimmt grundsätzlich, also es führt nicht zum eigentlichen Ziel, weil ich kann mich dann dazu entscheiden, in die stationäre Einrichtung zu gehen. Und ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass hier wieder viel gespaltet wird zwischen der Pflegekraft im Stationären und der Pflegekraft in der Zeitarbeit. Nein, es gibt genauso unqualifizierte Leute, die im stationären Bereich arbeiten. Es gibt genauso Kräfte, Pflegekräfte in stationären Einrichtungen, die nicht wissen, wie sie mit dem Waschlappen oder etc. umgehen, beziehungsweise nicht wissen, wie man eine korrekte Grundpflege durchführt. Aber dazu fehlt uns auch die Zeit der Einarbeitung der festen Kräfte. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir arbeiten jetzt jemanden ein für die jeweilige Zeit, um einen qualifizierten Mitarbeiter ohne Examen da zu haben. Und deswegen, ich halte mich jetzt noch zum letzten Satz, deswegen, wo schafft ihr denn bitte die Qualifikation für diese Leute, die dann sagen, ja, ich möchte in die Zeitarbeit gehen, aber ich brauche ein dreimonatiges Praktikum, ja, wer arbeitet mich denn ein? Wo sind denn die Kapazitäten für die Leute, die dann diese Qualifikation wollen, aber nicht bekommen? Ich persönlich wurde schon dreimal von einer gewissen Pflegeschule abgelehnt, weil mir gesagt worden ist, ich bräuchte ein pflegerisches Praktikum. Das wurde gemacht, es wurde sich wieder beworben, man wurde erneut abgelehnt. Es braucht auch Regulierungen an Führungspositionen und da spreche ich auch zu den Einrichtungsleitungen und auch zu den jeweiligen Posten, die auch ein bisschen auf zwischenmenschlicher Ebene regeln müssen, dass deren festen Mitarbeiter auch dementsprechende Konditionen bekommen. Also es ist kein Wunder, dass ich zur Zeitarbeit gehe,
wenn gewisse Bedingungen einfach nicht stimmen. Man gibt mir die Freiheit, selber zu entscheiden, und das wird mir hier auf der anderen Seite nicht gegeben. Ich muss mich immer den... Ja, das war's. Stichwort Arbeitsbedingungen, Stichwort Qualifikation ist jetzt angesprochen worden von Ihnen. Wichtige Punkte, auch dass wir nicht spalten sollen zwischen denen, die von der Zeitarbeitsfirma kommen, und den festangestellten Pflegern und Pflegerinnen. Bitte vielleicht, Herr Björk zuerst und dann Frau Helmut. Also grundsätzlich finde ich gut, was Sie sagen. Wir haben, steht da vorne ja auch, ja, Zeitarbeit von der Notlösung zum Problem, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir waren immer dankbar, wenn wir in der Not jemanden von der Zeitarbeit hatten. Jetzt habe ich den Fall gerade verloren. Frau Helmut. Ist der Faden wieder da? Wir sind froh, dass wir sie haben, aber das Problem ist, glaube ich, dass es zu sehr explodiert. Und daran liegt, glaube ich, das Problem. Sie haben recht, wir müssen sowohl unsere eigenen als auch die Zeitarbeitsleute müssen wir einarbeiten, da müssen wir auch die Zeit zu haben. Aber das wird nicht besser, wenn wir mit immer mehr Kosten konfrontiert werden und wir vielleicht, wenn wir sagen, wir würden jetzt über dem Budget, was wir refinanziert kriegen, gerne noch jemand einstellen, können es aber nicht machen, weil wir das einfach nicht mehr bezahlen können. Und da ist dann allen nicht mitgeholfen. Herr Birks, ist der Faden wieder da? Also nochmal, es geht in keinster Weise darum, die Mitarbeitenden in der Zeitarbeit als im U-Mann darzustellen. Ganz und gar nicht. Nochmal, wir sind in den Krisensituationen ja darauf angewiesen, dass jemand von der Zeitarbeit da ist. Das Thema an der Sache ist aber, dass Zeitarbeit wirbt mit viel Geld, wobei so viel mehr ist es in der Regel oft gar nicht. Ja? Und die Menschen, die sagen, naja, ich muss aus diesem wirtschaftlichen Aspekt, weil ich vielleicht alleinerziehend bin oder weil ich irgendwelche anderen Verpflichtungen habe, die ich eben mit dem Gehalt, das bei uns bezahlt wird, nicht bedienen kann, dann hinzugehen, also dann zu wechseln. Aber wir verschärfen die Situation. Ja? Also wir kommen nicht mehr in eine Normalität. Sie haben gesagt, naja, wer wird denn wie eingearbeitet? Wenn die Ressourcen nicht mehr da sind, können wir weder Zeitarbeit noch neue Mitarbeiter einarbeiten. Natürlich haben wir in unserem Qualitätsmanagement, es gibt Standards, die ganz klar sagen, okay, wie findet Einarbeitung statt, welche Dinge sollen Bestandteil oder müssen Bestandteil der Einarbeitung sein. Aber diese Dinge können Sie natürlich nur umsetzen, wenn Sie auch die personellen Ressourcen haben. Und je weiter die Zeitarbeit Tätigkeit übernimmt, also je größer der Umfang wird, umso schwieriger wird ja diese Situation eben. Nochmal, ich kann verstehen, wenn Mitarbeiter sagen, habe ich selber auch schon erlebt, die sagen, ja wirklich, ich würde gerne bleiben, aber ich brauche diese 300, 400 Euro mehr. Was ich aber auch schon erlebt habe, sind Mitarbeiter, die zu der Zeitarbeit gegangen sind und 4, 5 Monate später wieder vor unseren Tischen saßen und sagten, wir haben uns viel versprochen, aber alles haben sie auch nicht gehalten. Und ich habe einen Dienstwagen bekommen, was man mir aber nicht gesagt hat, dass ich in Köln lebend dann in Essen, in Dortmund, in Bochum eingesetzt werde. Ich kriege meine 7 Stunden bezahlt, auch zu den Zeiten, die ich gerne hätte. Aber die 2 Stunden Hinfahrt und die 2 Stunden Rückfahrt, die zahlt mir da auch keiner. Das heißt, ich arbeite im Zweifel genauso lange wie sonst auch, vielleicht sogar noch mehr, bin unterwegs. Das ist der Punkt, der dazu führt, dass einzelne Mitarbeiter wieder zu uns zurückkommen. Andere wiederum, wie gerade beschrieben, die sind einfach auf dieses Mehrgeld angewiesen. Das kann man den Leuten nicht vorwerfen. Aber was wir vorwerfen, als letzter Satz, ist eben dieses Vorgehen von Zeitarbeit. Mitarbeiter zum Beispiel aktiv durch ihre Mitarbeiter abwerben zu lassen. Die kommt doch zu uns. Bei uns kriegt ihr mehr Geld. Ja, wenn ich dann mit unseren Vertragspartnern spreche, dann hat es denen sogar schriftlich untersagt. Aber es passiert ja praktisch. Ja, und auch es werden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten werden. Und wir brauchen rede nicht davon, dass Zeitarbeit verboten ist. Zeitarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Systems. Schon immer. Aber wir müssen die Bereiche angleichen. Es muss so sein, dass Mitarbeiter in der Zeitarbeit genauso im Früh-, Spät- und Nachtdienst arbeiten müssen wie unsere Kolleginnen und Kollegen. Und dass diese Rosinenpickerei aufhört. Ja? Sonst sind unsere Kolleginnen und Kollegen immer die, die alles ausbaden müssen. Und dass, wenn Fehler passieren, auch diese Mitarbeiter, die sie gemacht haben, auch wenn sie dann vielleicht gar nicht mehr da sind, in den Prüfungen den Kopf dafür hinhalten. Wichtiges. Ein Thema, da
ganz kurz auch zu den Kosten. Herr Birk sagte, dass die Mitarbeiter von uns aggressiv abgeworben werden. Ja, und da müssen die Firmen dann nichts für bezahlen. Wenn wir aber im Gegenzug jemand von der Zeitarbeitsfirma sagt, er möchte gern zu uns, also wir machen das dann auch so offiziell, wie das auch in den Verträgen steht, dann muss man mindestens 3 Monate muss man als quasi Übernahme, als Ablöse zahlen, also 3 Monate, die derjenige verdienen würde. Das ist dann auch wieder harter Tobak, zusätzlich finanzielle Belastung für uns, also auch nicht ganz einfach. Genau, natürlich auch nicht refinanziert. Das gehört zum Stichwort Regulierung. Wir wollen und sollten jetzt die Zeit tatsächlich nutzen, um zu überlegen, wo könnten dann mögliche Lösungen auch sein. Wir haben auch weitere Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen hier. Gibt es irgendwelche Überlegungen, Ideen, wie man das Problem lösen kann? Auch in Richtung Politik auch nochmal gefragt. Frau Böll würde vielleicht was dazu gerne sagen, Herr Detjen. Dann fangen wir mit der Politik nochmal an und geben es dann auch nochmal an Sie weiter. Frau Böll, vielleicht machen Sie den Aufschlag. Ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, also die Arbeitsbedingungen. Es gibt ja durchaus Häuser in Deutschland, auch in Köln, Krankenhäuser und auch Pflegeeinrichtungen, die haben alle Stellen besetzt. Man nennt sie Magnetkrankenhäuser zum Beispiel, so, weil sie die Pflegekräfte anziehen. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was ist in diesen Häusern das Besondere. Das Besondere ist tatsächlich das Thema, wie gehen wir miteinander um, alle Berufsgruppen. Haben wir eine Wertschätzung für alle Berufsgruppen? Kann jeder auch in gewisser Weise mitgestalten? Gibt es noch zusätzliche nicht monetäre Benefits, ja, wie eine Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr oder was auch immer? Es muss ja nicht gleich ein Dienstwagen sein, das halte ich auch für etwas übertrieben. Also diese Krankenhäuser kümmern sich sehr darum, dass sie die Mitarbeiter an sich binden und dass es diesen gut geht und dass sie mitgestalten können und wertgeschätzt werden können. Das ist auch nicht mal eben so zu machen, natürlich, aber ich glaube, das ist eine Schiene, auf die wir noch viel mehr setzen müssen, tatsächlich uns, die moderne Art zu arbeiten. Junge Menschen denken heute anders über ihre Arbeitsstelle, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall ist. Und die Häuser sind aber zum Teil durchaus noch genauso strukturiert wie vor 20, 30 Jahren. Und das, glaube ich, diesen Weg, da sollten wir uns noch mehr Gedanken zu machen, auch hier in Köln. Danke. Da gibt es direkt eine Wortmeldung zu, Frau Böll. Eine Frage an Sie. Ich würde gerne wissen, den Namen eines dieser Magnetkrankenhäuser, weil ich denke, sehr gerne. Eines davon ist zum Beispiel in Stadtlohe. Aber ich dachte, wir reden von Köln. Und Köln sind zum Beispiel die Sozialbetriebe Köln, haben alle Stellen besetzt und machen in der Hinsicht sehr viel. Ich denke, das kann durchaus sehr vorbildlich sein. Also die Seniorenbetriebe Stadt Köln sind ein Magnetarbeitgeber. Wir haben auch Zeitarbeit. Wir haben auch Zeitarbeit für Krisenzeiten durchaus, das ist richtig. Also der Begriff Magnetkrankenhäuser bezieht sich jetzt auf ein Krankenhaus und da kann ich Ihnen empfehlen, mal in Stadtlohe mal nachzuschauen, wie die arbeiten. Dennoch ist es natürlich so, dass es ein ganz schwieriges Konglomerat ist. Das ist ja vollkommen klar. Es ist ja nicht mal einfach so, wir machen das und das und das und das klappt es. Aber ich glaube, es lohnt sich, in die Arbeitsbedingungen wirklich viel zu investieren. So, jetzt haben wir 2 Wortmeldungen aus der Politik noch. Herr Detjen, ich möchte gerne was sagen, Frau Glashagen. Herr Detjen, vielleicht gehören, gibt es aus dem Publikum durchaus auch noch Meldungen. Wir haben die Vertreter der Pflegekameraden, die ich gerne noch ansprechen möchte. Herr Detjen. Meine Damen und Herren, ich betrachte Sie als eine große Bürgerinitiative. Ich will Ihnen auch Mut machen, weil wir können das Problem nicht kommunal lösen. Das wissen wir nicht immer genau. Aber mit einer großen Bürgerinitiative, wo zum Beispiel die Gewerkschaften dazugehören, alle Wohlfahrtsverbände, glaube ich, kann man in dieser Gesellschaft eine Menge auf die Beine stellen. Das nur als Vorweg-Argumentation.
Jetzt hatten wir ja so verschiedene Konflikte auch über die Frage der Qualität. Ich sage das mal so, die Stärke von den normalen Beschäftigten, den festen Stellen, ist die Qualität, die ist einfach besser. Sie könnte aber, um auf den Kollegen mich zu beziehen, sie könnte aber auch noch besser sein. So, das muss man mal meines Erachtens durchdenken. Was heißt das? So, wenn ich mir jetzt weiß, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geben mehr Personalkosten aus für Externe, also für die Zeitarbeitsfirmen. Kann man das dann nicht mal als Summe darstellen, müsste ja gehen, und sagen, ja, können wir nicht Teil dieser Mittel als Anreize an die normalen Beschäftigten weitergeben, um sozusagen die Qualität zu erhöhen. So, wenn man Zeitarbeit zurückdrängen will, dann würde ich sagen, muss man das mit Auflagen machen. Qualität. Eine bestimmte Anzahl von Beschäftigten nur. Das wären so Momente, die man als, wie wir vom Bundesgesetzgeber verlangen könnten, die Zeitarbeit zurückzudrängen. Transparenz zum Beispiel. Sind die qualifiziert, die Leute? Und so weiter und so fort. Das, glaube ich, wäre ein Weg, den man gehen könnte. Aber der Weg wird nur gehen, wenn wir insgesamt die Qualität und das Wohlsein der jetzigen Beschäftigten, wenn das auch groß ist. Danke. Frau Glashaber. Ja, herzlichen Dank für die vielen Wortmeldungen und auch Erfahrungsberichte. Also das finde ich immer super spannend und das brauchen wir unbedingt, um einfach so eine Diskussion am Leben zu haben. Ich würde auch nochmal gerne darauf eingehen, warum gehen Menschen überhaupt in die Zeitarbeit, weil das ist das, was ich auch häufig auf der Arbeit erlebt habe. Und ich habe auch eine Schülerklasse mal begleitet und das war für mich sehr frustrierend, weil nur 3 Leute aus der ganzen Klasse gesagt haben, sie gehen in eine stationäre Einrichtung. Und der Rest hat alle gesagt, es waren über 15 Leute, wir werden in die Zeitarbeit gehen. Und das war 2018. So, und jetzt ist die Frage, was hält oder was ist es denn so viel attraktiver, an einem festen Standort zu sein? Und da empfinde ich halt die Diskussion, auch besonders auf Bundesebene, gerade als Selbstpflegefachkraft, nicht als wertschätzend. Dass gesagt wird, ja, dann müssen verschiedene Berufsgruppen unterschiedliche Entlastungen machen. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ich als examinierte Fachkraft nur noch diese Aufgaben mache, die natürlich auch eine hohe Belastung, eine hohe Verantwortung haben und auch ein hohes Stresslevel. Also ich habe die Angehörigen-Telefonate, die Ärztvisiten, ich habe das Medikamentenstellen, die Dokumentation und. Aber das, was Sie gerade eben beschrieben haben, das Zwischenmenschliche, das Wort, die mit den Bewohnern tatsächlich zu interagieren, das habe ich dann nicht mehr. Und das ist aber der Grund, warum so viele Menschen in die Pflege gehen. Und nicht, weil sie den ganzen lieben langen Tag dokumentieren wollen, Medikamenten stellen, Arztvisite und Angehörigengespräche machen möchten. Und ich glaube, ich würde gerne woanders hingucken, in die Niederlande, und zwar das Burzug-Modell. Wir als Volt schauen gerne mal woanders hin, wo es gut läuft. Da ist es so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben Teams mit maximal 12 Menschen und die organisieren sich ihre Arbeit untereinander. Also jeder sagt, okay, ich schreibe zum Beispiel besonders gerne Pflegeplanungen. Dann macht das diese Person, bis sie dann halt wieder sagt, ich möchte jetzt gerade was anderes machen. Und das entscheidet das Team gemeinsam. Die schreiben gemeinsam die Dienstpläne, die teilen unter anderem die Aufgaben auf und die entscheiden auch selber, nehmen wir jetzt Hilfskräfte wie Zeitarbeit auf, weil wir es gerade nicht geschafft bekommen, oder haben wir die Alternative, gerade ein Bett frei zu lassen oder nicht. Also das heißt, mehr Aufgaben und Verantwortung den Teams zu geben. Denn das, was es doch attraktiv macht, an einem Standort zu arbeiten und nicht als Zeitarbeit hin und her zu tingeln und immer wieder was anderes zu haben, ist doch der Verbund, die Arbeit im Team, die Beziehungen zu den BewohnerInnen und Bewohnern. Und da haben die TrägerInnen auch die Chance, das mehr aufleben zu lassen, statt zu sagen, wir schaffen es gerade alles nicht, sondern zu gucken, okay, wie machen wir aus der Not vielleicht doch eine Tugend. Unabhängig dessen muss sich
politisch was ändern. Ne? Also ich fand den Vorschlag eben von der SPD schon ganz gut, aber das ist leider aus meiner Sicht nicht so kommunal zu lösen, was Herr Dietjen gerade auch schon gesagt hat. Aber falls ihr da tolle Ideen habt, wäre ich super dankbar, wenn ihr uns die mitgibt. Okay, danke dafür. Ideen gibt es und ich glaube, wir werden auch am Ende dieser Veranstaltung dann auch übergeben. Bei mir ist jetzt Dominik Stark. Herr Stark, kommen Sie nach vorne. Von der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Ein Satz zum Thema Pflegekammer für die, die es gehört haben, aber nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Ja, erstmal guten Tag, Dominik Stark, mein Name. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dominik Stark ist mein Name. Ich bin von der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen im Vorstand. Wir haben uns letztes Jahr im Dezember konstituiert. Wir machen jetzt die Selbstverwaltung unserer eigenen Berufung sozusagen. Und ich bin heute der Vertreter hier für alle Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen und auch für alle Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen. Denn unser Auftrag ist es nicht nur, die Pflegequalität für die Pflegenden sicherzustellen, sondern auch die Pflegequalität für die Zupflegenden zu gewährleisten. Und ich habe jetzt die ganze Zeit hier zugehört. Kann ich direkt mal was sagen? Ja, kann ich halte das Mikro, dann habe ich ein bisschen was verloren. Sonst könnte ich ja gehen. Ja, alles gut. Zuallererst erstmal, die Thematik der Zeitarbeit ist natürlich bei uns in der Pflegekammer hoch aufgeschlagen. Es ist ein sehr hochpolitisches Thema aktuell und die Diskussionen sind sehr ausgeschweift, auch auf Bundesebene. Und wir arbeiten aktuell auch an einer Stellungnahme, weil es halt einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich möchte nur einmal zur Einschätzung, wir reden hier von 2,6% aller Pflegekräfte. In Deutschland haben wir 1,7 Millionen ungefähr. 2,6%. Wir reden hier irgendwas zwischen 30.000 bis 50.000 Pflegekräfte deutschlandweit, schätzungsweise. Also einmal, um das einzuordnen. Und eine Sache, die mir überhaupt gar nicht gefällt, ist, und das ist jetzt eine persönliche Meinung, diese Spaltung. Also wir Pflegekräfte müssen zusammenhalten. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Gemeinschaft. Und wenn wir jetzt einen Keil dazwischen tragen, wird uns nicht weiterbringen. Deswegen brauchen wir Lösungen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und ich habe hier wenig Lösungen bisher gehört. Ich habe eher Schuldzuweisungen gehört. Und ich sage mal so, die letzten 20 Jahre in der Politik hat man einfach die Pflege ignoriert. Und diese Ignoranz hat dazu geführt, dass wir jetzt in diesem System, es wurde gerade gesagt, die Pflege steht vor dem Kollaps. Die Pflege ist schon kollabiert. Also wir sind gerade in einer Situation, wo wir eigentlich nur noch das Feuer irgendwie versuchen können, kleiner zu machen. Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir jetzt sagen, wir verbieten die Zeitarbeit, ich habe da eine persönliche Meinung zu. Ich selber, ich bin fest angestellt, 100%. Ich arbeite im Krankenhaus hier, an der Uniklinik, kann man ja ruhig wissen. Magnetkrankenhaus kann man vielleicht auch sagen dazu. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ich arbeite wirklich mit 100% da und ich habe gesehen, warum die Leute gegangen sind. Und die sind nicht wegen der Bezahlung gegangen. Die Bezahlung ist da völlig egal. Die Leute gehen, weil sie überlastet sind, weil sie einfach viel zu viel haben. Das ist ja ein Problem, das ist ja nicht neu. Die Überlastung in der Pflege ist doch nicht erst durch Corona entstanden. Das wusste die Politik auch schon vor 10, 15 und vor 20 Jahren. Der demografische Wandel war so lange angekündigt. Ja, und jetzt fragen wir uns, wir kriegen keine Fachkräfte, wir haben viel zu viele Pflegebedürftige und wir machen einfach nichts. Und jetzt kommt dann das Allerbeste. Wir sagen, ja, die Leute gehen in die Zeitarbeit, wollen bessere Bedingungen haben und Ähnliches. Was machen wir denn mit unseren Auszubildenden? Wir haben eine in der Pflege, 30% der Auszubildenden brechen in der Pflegeausbildung schon ab. 30%. Das ist eine so gigantische Zahl. Das sind Fachkräfte, die uns verloren gehen. Und da müssen wir ansetzen. Warum investieren wir nicht in die Ausbildungsbedingungen? Warum schauen wir nicht, dass wir die Leute halten? Weil die brechen in der Ausbildung ab. Und wenn sie bleiben, dann werden sie mit einer 50%-Stelle, wenn überhaupt, anfangen. Weil sie in der Ausbildung schon so überlastet sind. Und das ist ein Riesenproblem. Das sind doch die Fachkräfte von morgen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Arbeitgeber sagen, wir werden attraktiv, flexible Dienstplangestaltung, das kann auch ein Arbeitgeber machen, das muss nicht die Zeitarbeit machen. Zulagen zahlen, kann man auch außertariflich. Kann man wirklich. Da habe ich schon ganz viele Einrichtungen gesehen. Wertschätzung, einfach in den Austausch gehen, einen Flexpool erstellen, das kann man auch machen, ja. Und all diese Sachen, um einfach anzusetzen, um die eigenen Mitarbeiter zu halten und auch die Auszubildenden zu halten, das wäre ein Riesenschritt. Also Herr Stark, das, was Sie sagen, ist... Was Sie sagen sind, Stichwort Arbeitsbedingungen, da können auch die Träger durchaus, die Einrichtungen, die Häuser durchaus noch tun, denn etwas tun, da ist Luft nach oben.
also nicht können, die müssen. Also in der heutigen Zeit, wir haben absoluten Fachkräftemangel, jede Pflegekraft zählt, jede Pflegekraft ist wichtig und jede potenzielle Pflegekraft muss auch gehalten werden. Deswegen müssen die Träger und die Arbeitgeber unbedingt was tun. Sie haben eben gesagt, Lösung. Wir brauchen Lösung, keine Schuldzuweisung. Wir wollen jetzt Richtung Lösung auch schauen. Wichtig. Zeitarbeit, wir haben gehört, die ganzen negativen Folgen, finanzieller Art, für das Team von Frau Joost haben wir gehört, unter anderem auch, was das bedeutet, auch wenn da jeden Tag jemand anderes ist, teilweise mit den Sprachbarrieren, wo sind die Lösungen? Also zum einen müssen wir erstmal es hinbekommen, so wie wir es jetzt mit der Pflegekammer haben, dass wir auf landespolitischen Entscheidungen einfach die Pflege mit einbinden. Ist das Thema Zeitarbeit dort angekommen? Das Thema Zeitarbeit ist dort, aber wir sind da noch nicht ganz fortgeschritten, also wir sind dabei, wir sind da dran, weil man muss jetzt sagen, erst durch die Pflegekammer wird die Pflege halt auch mal in die Politik eingebunden und das ist meiner Meinung nach traurig, dass das jetzt erst passiert und nicht nur auf Landesebene, auch auf kommunaler Ebene muss man mit der Pflege regelmäßig im Austausch sein und muss da auf die Pflegefachpersonen, die auch hier in den Raum sitzen, auf die muss man hören, um nämlich genau das umzusetzen, was die Leute auch wirklich tagtäglich erleben und die haben auch die Lösung. Also das wäre schon mal das Erste. Deswegen machen wir das hier. Wir gehen das mal rein, Sie können gleich noch weiter, denn wir haben, wie gesagt, unter anderem Geschäftsführer hier, aber wir haben auch Pflegefachkräfte hier, die vielleicht auch Ideen haben, was die Lösung betrifft. Vielleicht fangen wir vorne. Lena, vielleicht kannst du mit dem Mikrofon nochmal gehen, vorne in der ersten Reihe ein. Vielleicht stellen Sie sich kurz selber vor. Ja, Tobias Fischer, ich bin von der Diakonie Michaelshofen, bin dort Geschäftsbereichsleiter, Prokurist, aber das Wichtigste wahrscheinlich für heute, ich bin auch Einrichtungsleiter von dem Seniorenheim. Ich glaube, wir haben das Problem jetzt mittlerweile ja alle erkannt, ganz viel wird gesagt. Wir haben die eine wirtschaftliche Seite, die wir natürlich bei uns genauso erleben. Zeitarbeit ist teuer, Refinanzierung ist nicht gegeben. Die Pflegekassen haben aber auch darüber hinaus ganz viele Themen nicht refinanziert, ob das der Tarif ist zum Beispiel, das haben wir gerade eben gehört. Wir kämpfen zum Beispiel damit, dass wir 3 Nachtwachen aus brandschutztechnischen Voraussetzungen brauchen, die auch nicht refinanziert werden, wo zum Beispiel an die Pflegekasse sagt, das ist euer Problem. Ja, das fehlt natürlich uns dann auch im Tagdienst. Das ist also die wirtschaftliche Seite, aber für heute hier interessant ist ja gerade auch die Seite der Arbeitsbedingungen für die Kollegen vor Ort. Und das haben wir jetzt gerade eben auch schon häufiger gehört. Warum gehen die Menschen eigentlich in die Zeitarbeit und warum wollen die auch, wie Frau Bölle sagt, häufig gar nicht zurück zu uns? Und das ist eben auch diese Flexibilisierung. Ich kann mir eine Zeitarbeit aussuchen. Arbeite ich früh, arbeite ich spät, arbeite ich nur montags, mittwochs oder freitags, weil es meine persönlichen Bedingungen eben nicht anders hergeben. Und da müssen wir, genau wie der Kollege gerade eben auch sagte, flexibilisieren. Das ist zumindest mein Gedanke. Wir müssen nicht zu sehr reglementieren, zumindest glaube ich das, sondern wir müssen als Arbeitgeber Arbeitsbedingungen schaffen, die es den Leuten oder unseren Mitarbeitern ermöglichen, in deren eigenen Rahmen, den sie haben, in Teilzeit, an verschiedenen Tagen, nur im Früh oder nur im Spät, arbeitsfähig zu sein. Und diesen Arbeitsplatz müssen wir den Mitarbeitern bieten. Ja, dann ist das zum Beispiel schon mal super. Ja? Aber das ist natürlich die Frage, wie schafft man das? Weil ich bin ehrlich, ich bin auch Einrichtungsleiter. Und als Einrichtungsleiter weiß ich kann es nicht jedem gewährleisten. Ja, wir haben Teams, wir haben verschiedene Mitarbeitergruppen. Und wenn ich jedem sage, du kannst im Früh oder du kannst nur im Spät, dann stehen wir nachher vor einem dienstplanerischen Scherbenhaufen, weil das kaum umsetzbar ist. Deswegen überlegen wir zum Beispiel gerade auch einen Springerpool einzuführen, solche Flexlösungen, um den Mitarbeitern, die eben diese speziellen Voraussetzungen haben, die nur im Früh, nur im Spät oder nur in der Nacht arbeiten können, eben einen Arbeitsplatz zu gewähren und die dort einzusetzen in den Häusern, wo wir sie brauchen. Also das ist eben ein Lösungsansatz, den wir verfolgen. Flexible Arbeitsplätze für die Kollegen, die eben auch so arbeiten möchten. Das ist natürlich nur ein Teil der Lösung, das ist klar. Frau Joost, wollten Sie noch was ergänzen? Schon lange, dass die Kräfte je nach Körper, ja, wie sagt man, also wenn sie, wie man so schön sagt, Rücken haben, dann brauchen sie diese Riesig machen. Andere Leute werden abends nur in der Spätschicht eingesetzt, einige andere frühmorgens. Also ich sehe, dass das sehr flexibel bei uns gehandhabt wird. Ich sehe das gar nicht als Neues. Aber was ich noch hinzufügen wollte, nach Holland sollte man schauen. Ich kenne Holland sehr gut und weiß, wie auch da schon mit Behinderten und Bedürftigen vor 50 Jahren leben kann. Die Anstandung der Bedürftigen. Herr
wir wollen weiter Richtung Lösung schauen. Wohin müssen wir da schauen? Wir haben das Thema Refinanzierung angesprochen. Herr Birks, gibt es da Hoffnung, dass irgendwann die Pflegekassen sagen, so, wir haben eine Einsicht, wir haben verstanden, wir zahlen euch das. Aus der Politik kommt ja der Hinweis, dass das eher nicht der Fall sein wird. Ich denke, darauf werden Sie sich einstellen müssen. Ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, sie stirbt dann am Ende nicht doch. Hoffnung ist da, Skepsis ist aber auch da. Ich glaube, das, was wir tun müssen, nochmal zu Ihrem Beitrag, es geht uns in keiner Weise um Spaltung, ganz im Gegenteil. Es geht darum, eine Fairness herzustellen. Ja, dass die Arbeitsbedingungen gleich sind, angeglichen werden, dass es auf der einen Seite eine Reglementierung, die es schon sehr ausgeprägt gibt, die es vielleicht auch benötigt, auf der anderen Seite auch gibt, dass Zeitarbeitsunternehmen in der Ausbildung genauso aktiv sein müssen, wie wir das auch tun. Wir bilden die Leute aus und dann gehen sie weg und man freut sich auf der anderen Seite, dass, wenn die Möglichkeit besteht, Dienstwagen an der Stelle zu finanzieren, dann müssen Kostenträger eben auch sagen, okay, wenn das System ist, dann müssen wir das auf der Seite auch ermöglichen. Ja? Das System müsste dann so umgestaltet werden, dass eben nicht nur im ambulanten, in der Zeitarbeit, in der Arbeitnehmerüberlassung, man nach Wunschzeit arbeiten kann, sondern dass das bei uns auch möglich ist. Das geht aber mit den jetzigen Personalmengen, die wir haben, in keinster Weise. Das ist Augenwischerei. Ja, also wir müssen, es geht auch nicht, also zumindest aus meiner Sicht, überhaupt nicht um das Verbot oder das Schlechtmachen von Zeitarbeit. Es geht darum, Systeme darzustellen und sagen, wo sind die Stärken des einen Systems, die Stärken des anderen Systems und die zusammenzuführen, aber so zusammenzuführen, dass sie auch vereinbar sind. Ich glaube, dann haben wir eine Möglichkeit, zukünftig besser darzustellen. Aber das brauchen wir dringend. Genau, ich möchte das auch nochmal aufkrauten mit den Ausbildungen. Ne? Also wir sind, wie gesagt, haben schon alle mitbekommen, relativ kleiner Träger, aber wir haben 10 Auszubildende gleichzeitig. Das heißt ja nicht nur, dass wir diese 10 Auszubildenden bezahlen, die kompletten 3 Jahre durch, egal ob sie jetzt gerade im Krankenhaus sind, in der Schule oder sonst irgendwas, aber wir müssen auch die Praxisanwalter zur Verfügung stellen. Die Auszubildenden haben jetzt in der Generalistik, gibt es die Pflicht, dass sie 10% Anleitung haben müssen. Und das muss man mal leisten. Ne? Wir haben zwar rein theoretisch 3 Praxisanleiter, der 4. ist jetzt gerade in der Ausbildung. Ja, dann ist eine schwanger geworden, das sei ja auch gegönnt. Einer ist in der weiteren Ausbildung, einer ist krank und dann wird es schon knapp. Und deswegen finde ich einfach, dass da die Zeitarbeit, die soll sich mitbeteiligen an diesem großen, wichtigen, was für uns besteht, Ausbildung. Dann hat der Staat gesagt, 30% brechen ab in der Ausbildung. An welchen Schrauben kann man da drehen? Ist es dann wirklich, dass man sagt, nein, ich kann das am Ende nicht, ich habe mir da was anderes vorgestellt unter diesem Beruf? Oder können Sie da auch als Einrichtung, als Träger möglicherweise auch noch an der einen oder anderen Stellschraube zur Besserung drehen? Ja, was wir natürlich auch machen müssen, also wir hatten jetzt selbst den Fall, dass 2 Auszubildende in einer blöden Situation waren, wo eine Fachkraft sich auch nicht gut gekümmert hat, da haben wir Gespräche angeboten und haben auch versucht, uns zu kümmern. Das wird aber auch immer mal wieder passieren. Blöde Situationen entstehen einfach. Aber wir müssen die Kapazität haben, uns auch dementsprechend um die Auszubildenden zu kümmern. Und wenn dann die Zeitarbeit nicht selber ausbildet, dann müssen sie uns da anders unterstützen, sei es mit finanziellen Mitteln. Nun gibt es aus den Krankenhäusern heraus, Frau Gärtner, vielleicht können Sie was dazu sagen, weil Sie auch im Aufsichtsrat der Klinik in der Stadt Köln gibt, Deutsche Krankenhausgesellschaft, die sagt, Zeitarbeit verbieten, was den Bereich Pflegeärzte betrifft. Was sagen Sie dazu? Ist das ein gangbarer Weg oder führt das am Ende dann doch in die nächste Sackgasse? Also ein generelles Verbot halte ich überhaupt nicht für sinnvoll. Dass man das reduziert, ist richtig. Da versuchen auch die städtischen Kliniken und alle anderen die Zeitarbeit möglichst zu reduzieren. Aber ich habe ja schon mal eben gesagt, die Menschen sind ja da und müssen versorgt werden. Und wenn ich da kein Personal für habe oder kurzfristig jemand ausfällt, dann ist man angewiesen auf die Zeitarbeit. Und dann müssen diese Menschen halt auch dann die Stammkräfte unterstützen. Für mich ist, und das diskutieren wir da vor allen Dingen auch, wir haben auch flexible Angebote schon, die gar nicht so bekannt sind, mit Pools, Versuchen und so weiter, um da die Leute zu halten. Aber für mich ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn wir über Arbeitsbedingungen reden, dass wir die Ausbildungskapazitäten erhöhen. Denn es gibt, so wie mir bekannt ist, wirklich sehr viele Interessenten für den Beruf.
Und Sie haben auch eben zu Recht geschildert, es kann mal Probleme geben in der Ausbildung, wo einer auch nicht mehr weiter weiß. Da müssen einfach Möglichkeiten sein, dass diese Menschen auch betreut werden, dass zum Beispiel in den Ausbildungsstellen da auch extra solche Gespräche und Beratungen angeboten werden. Und wenn man über Arbeitsbedingungen redet, es ist ein Teil Bezahlung, aber die Arbeitsbedingungen sind auch vor allen Dingen deshalb schlecht, weil zu wenig Personal da ist. Weil ich weiß, wenn ich jetzt mich krank melde, dann haben die Kollegen und auch unsere zu Betreuenden, egal ob Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung, die haben dann ein Problem und das erzeugt einen ganz enormen Druck. Und das führt dazu, dass manch einer den Beruf verlässt und sagt, ich halte das einfach nicht mehr aus. Der geht doch nicht zu einer Zeitarbeitsfirma, sondern der geht anderswo hin. Und da müssen wir dran arbeiten. Und das ist sozusagen ein Mengenproblem. Mir ist Qualität wichtig, aber Sie verstehen, was ich meine. Wenn wir viel mehr Mitarbeiter hätten, dann wäre das Problem natürlich auch schon reduzierter. Frau Heuer, Sie hatten sich gemeldet. Ja, herzlichen Dank. Also ich bin dabei Frau Gärtner. Ich glaube auch, dass ein Verbot der Zeitarbeit nicht weiterführend ist, weil Sie haben ja eben geschildert, Sie sind ja in der Notsituation darauf angewiesen. Aber wenn man halt wirklich guckt, ich habe heute Morgen im Radio gehört, ich glaube in den letzten 10 Jahren ist die Anzahl enorm gestiegen, was Zeitarbeit betrifft. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass es nicht mehr so viel Zeitarbeit generell ist wahrscheinlich nicht die Thematik. Wir müssen halt wirklich gucken, das ist einmal flexible Lösungen selber zu finden in den Häusern. Sie haben natürlich dabei die Notsituation geschildert, dass Sie sagen, wir sind jetzt schon in so einer schwierigen Personalsituation, dass das teilweise gar nicht möglich ist. Trotz alledem glaube ich, dass wir da wirklich versuchen müssen, noch mehr Flexibilität zu zeigen. Weil es ist ja teilweise auch für Menschen vielleicht in einer bestimmten Lebenssituation, die sagen, ich will nicht generell in die Zeitarbeit gehen, weil ich bin fest davon überzeugt, und das wurde ja eben auch nochmal gesagt, dass die meisten Menschen, die in der Pflege sind, auch eine besondere Bindung zu ihren Häusern haben. Also da ist ja die Frage, ich arbeite im Team, das ist wichtig für mich, wenn ich hingehe und sage, die Kollegen sind nett, die unterstützen mich. Das geht natürlich dann teilweise so weit, dass man sagt, oh, wenn ich jetzt fehle, belaste ich die Kollegen, aber da ist so eine Bindung an das Haus, an den Träger, da bin ich fest von überzeugt. Und da muss man den Menschen, die vielleicht sagen, ich bin jetzt in der Situation, dass ich in der Familienphase bin, wirklich noch versuchen, mehr Flexibilität zu bringen. Also da glaube ich, dass da auch noch Luft nach oben ist in der Beziehung. Und was das Thema Ausbildung betrifft, bin ich auch bei Frau Gärtner in der Beziehung. Und ich merke so manchmal, wenn viele, jetzt bezogen auf Köln, viele junge Menschen sagen, ich gehe nach Köln in eine Pflegeschule. Das fängt schon an, meine Kollegin hat es eben angesprochen, ja, wo wohne ich denn in Köln? Also das ist so eine Situation für viele Menschen, die wirklich gerade in der Ausbildung sind, die sagen, wovon soll ich denn in Köln noch eine Wohnung finanzieren, geschweige denn, ob ich überhaupt eine finde. Also auch da müsste man überlegen, ob man sagt, okay, da macht man Angebote, dass man Wohnheime schafft und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist viel Luft und wir müssen viel auch auf die Ausbildung gucken. Poollösung habe ich eben schon nochmal angesprochen. Und was ich wirklich auch fest von überzeugt bin, auch wenn das eben etwas anders geschildert worden ist, ich glaube, wir brauchen einen Qualifikationsmix, wo man sagt, wir haben die Fachkräfte, die wirklich die Verantwortung tragen, die natürlich auch mit einem bestimmten Impetus in die Pflege gegangen sind, aber wir brauchen auch mehr Pflegeassistenzen, damit da Entlastung kommt und nicht eine starre Quote von Fachkräften oder sowas. Wir brauchen in dem System einfach mehr Flexibilität. Herr Dietl, noch kurz. Ich habe noch eine Frage an den Kollegen von der Pflegekammer. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Zeitarbeitsfirmen sich den Gemeinkosten entziehen. Wäre das nicht ein Gedanke zum Belegen, die Zeitarbeitsfirmen mit einer Auflage zu bedecken? Also zum Beispiel Schwerbehindertenauflage, wenn bestimmte Firmen keine Schwerbehinderten sind, müssen die ja eine Auflage zahlen. Das betrifft ja zum Beispiel die Frage von Ausbildung und auch Qualität. Das ist ja, wie gesagt, Qualitätssicherung. Also das wäre mein Gedanke, ob die Pflegekammer an diesem Thema nicht rangehen könnte und gucken kann, wie man das insgesamt zum Thema macht. Und das wäre nun mal so ein Gedanke, den man mitnehmen könnte,
Und wie gesagt, es wäre auch meines Erachtens wichtig, die Gewerkschaft Verdi sieht das so ähnlich wie Sie, dass man da auch zu einer Zusammenarbeit auf Landesebene kommt. Und der letzte Gedanke, ich will es kurz machen, ich bin das auf, wir brauchen eine Diskussion über andere Modelle. Und da ist ja das Niederlandmodell schon genannt worden. Mir ist der Name, ich kriege den nicht Botschaft, ich kriege das nicht über die Lippen. Das ist eben so ein Modell, das kann man nicht jetzt einfach einführen, aber wir brauchen darüber eine Debatte. Andere Qualitätsdebatten, das brauchen wir, wo man einfach mal sinnfrei auch diskutieren kann. Herr Bohr, Sie hatten sich gemeldet. Kommen Sie zu mir. Zwei Punkte, die mich jetzt ein bisschen gestört haben. Auf der einen Seite hatten wir jetzt, ich glaube, insgesamt jetzt 5-mal gehört, dass wir jetzt irgendwie so einen Pool einrichten sollen. Das ist eine schöne Idee, aber wir brauchen Leute, die auch in diesen Pool gehen. Wir haben keine weiteren Menschen, die sollen die Leute in den Pool gehen. Das ist schon Punkt 1. Punkt 2 ist jetzt, ich habe es auch öfters jetzt gehört, dass es jetzt um das Thema Spaltung, festangestellte Zeitarbeit geht. Das ist nicht der Punkt. Natürlich sind wir alles Kollegen, das ist richtig. Aber wenn wir alles Kollegen sind, dann auch bitte zu den gleichen Konditionen. Vielleicht sollten wir in einer Schlussrunde nochmal darüber reden, welche Gedanken sich die diakonischen Träger gemacht haben, welche Forderungen notwendig sind. Vielleicht fangen wir mit den Kosten an. Also, vollständige Refinanzierung, da haben wir schon gesagt, dass die Hoffnung stirbt zuletzt, aber schwierig. Jetzt steht als weitere Forderung Deckelung der Zeitarbeitskosten. Gibt es denn da bei Ihnen ein Stück Hoffnung, dass aus der Politik heraus solch eine Initiative kommen könnte? Naja, ich meine, letzten Endes geht es ja darum, irgendwo, es braucht eine Deckelung der Kosten, weil ob es verhandelbar oder nicht, irgendwer muss das Geld ja kommen, egal in welcher Höhe. Und jetzt ist es im Prinzip ein Selbstbedienungsladen, wo ich sage, okay, ich rufe einfach Preise auf, weil ich ja, ich sage jetzt mal, im Prinzip ein Monopol, ein Anbietermonopol habe, die Leute müssen ja zu mir kommen. Das heißt so viel mit normaler Sprache, friss oder stirb. So, wir müssen ja. Ja, und da muss man einen Riegel vorschieben, die Kosten für Zeitarbeit müssen gedeckelt werden, die müssen sich orientieren an üblichen Tariflöhnen, die wir in unseren Trägern alle zahlen. Und es muss eine Möglichkeit geben, das mit einem gewissen Gewinnaufschlag, ist natürlich klar, dass sie das nicht machen, weil sie uns als Träger so nett finden, sondern weil sie Geld damit verdienen, aber das darf einen nachvollziehbaren Rahmen nicht verlassen. Das ist eigentlich mein Ziel. Wir haben ja auch gehört aus der Runde heraus, dass unterschiedliche Aufgaben auch erfüllt werden. Stichwort Dokumentation ist ja so ein Stichwort, das wird nicht gemacht dann von den Zeitarbeitskräften. Wäre das eine Forderung, wäre das umsetzbar, auch relativ einfach zu sagen, okay, wenn ihr bei uns arbeitet, dann habt ihr die gleichen Aufgaben wie Festangestellte? Das ist natürlich, wenn jemand nur, was weiß ich, einen Dienst bei uns macht oder so, ist das natürlich nicht realisierbar. Aber wenn man jetzt jemand von der Zeitarbeitsfirma, eine Pflegefachkraft, für den ganzen Monat einsetzt, dann können sie sich durchaus auch einbringen für jetzt zum Beispiel, was die Frau Axterfeng gesagt hat, die Risikoermittlung, die wir sofort bei Einzug quasi machen müssen. Das kann eine Pflegefachkraft, die nicht aus dem Haus ist, kann auch einen neu eingezogenen Bewohner Risiko einschätzen. Können Sie die Aufgaben dann einfach vergeben oder müssen da noch irgendwelche Voraussetzungen geschafft werden? Ja, also bei uns wäre das so, dass derjenige dann Zugang in unsere Software kriegen muss. Ne? Also ich glaube, wir arbeiten inzwischen fast alle Software basiert. Also das gibt es gar nicht mehr, dass eine Einrichtung noch per Hand dokumentiert. Also von daher muss das halt auch gegeben sein. Ja, dann muss man auch bedenken, es gibt natürlich zig Softwareanbieter. Also muss derjenige auch in die Software eingearbeitet werden. Das dauert, ja. Und ein Stichwort, ein Vorteil natürlich der Zeitarbeitsfirmen ist, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, dass jemand kommt und sagt, so, ich möchte gerne nur Spätdienst, Frühdienst oder Montag, Donnerstag und vielleicht noch den Freitag arbeiten. Jetzt steht hier als eine der Forderungen vergleichbare Arbeitszeiten. Welche Erwartungen haben Sie da in Richtung Regulierung, auch durch die Politik in Richtung Arbeitszeiten? Ja, also was ich finde, was halt sehr schwierig ist, wenn die halt sagen ganz klar, sie arbeiten am Wochenende nicht. Also auch am Wochenende müssen unsere Bewohner gepflegt werden und wir als Leitungskräfte sind auch am Wochenende da, um das sicherzustellen. Also von daher denke ich, sollten wir auch am Wochenende arbeiten.
Und ja, genauso wie wir auch von morgens bis abends und die Nacht durch. Also das gibt natürlich viele, die das machen, aber auch welche, die ganz klar sagen, nee, aber dann nee, also fürs Wochenende können sie den dann nicht mehr haben. Also auch eine Erwartung an die Politik, das zu regulieren, zu klären. Dann haben wir noch hier vergleichbare Qualitätsstandards, ein wichtiges Stichwort. Da geht es um Minimalqualifikation, es geht auch hier um die Überprüfung der Fachlichkeit. Was wünschen Sie sich da? Ja, es ist ja zum Beispiel so, dass wir, nehmen wir mal an, von einer Firma, eine Pflegefachkräfte, da zahlen wir je nachdem auch das Gleiche, ob derjenige halt frisch examiniert ist oder schon 5 Jahre examiniert ist. Und bei uns in den Häusern ist das so, das spreche ich auch für meine Kollegen, eine frisch examinierte Pflegefachkraft würde man nicht alleine Schichtleitung machen lassen. Und da gibt es dann schon erhebliche Unterschiede. Also von daher muss diese Einarbeitung auch geschehen sein. Und also ich bin nochmal der Meinung, dass man nicht jemand, der noch nie in der Pflege gearbeitet, einfach von der Zeitarbeitsfirma zu uns schicken darf. Weil das ist dann wirklich gefährliche Pflege. Und dann morgens früh, wenn derjenige uns da quasi hingeschickt wird und wir müssen den Dienst morgens früh einteilen und dann erfährt man, dass jemand noch überhaupt nicht in der Pflege gearbeitet hat, dann muss ja einer komplett denjenigen erstmal mitnehmen und überhaupt erstmal zeigen, wie setzt man jemand auf die Toilette, wie wäscht man jemand, wie mobilisiert man jemand, und das sollte schon gegeben sein. Jetzt gibt es ein wichtiges Stichwort: Schadensersatz, wenn Zeitarbeitskräfte den Dienst nicht antreten. Das heißt also, es passiert für eine Zeitarbeitsfirma passiert gar nichts, wenn derjenige morgen sagt, ach, ich schalte den Wecker aus und drehe mich doch mal um. Genau, das passiert uns leider immer mal wieder, gerade auch bei schönem Wetter oder gerne dann auch sonntags. Ja, dann erscheint halt einer nicht, und wenn man dann bei der Zeitarbeitsfirma nachkriegt, könnt ihr uns bitte Ersatz besorgen, derjenige ist nicht gekommen, ah nee, das kann ich jetzt nicht. Und ja, dann müssen wir letztendlich gucken, ob wir doch noch irgendwo jemand kriegen oder Leitungskräfte springen ein oder, und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also wenn Sie den Dienst uns bestätigen fürs Wochenende, sollten Sie auch da sein. Entsprechend, ja, dann tatsächlich. Wir müssen ja auch vertragsstrafend sein im Zweifelsfall. Also wer da sowas auch angemessen, wie man das jetzt genau nennt, muss man überlegen, aber... Jetzt steht ja Birks noch Regressverpflichtung bei nachgewiesenen Verschulden durch Zeitarbeitskräfte. Gibt es da momentan gar keine Regressmöglichkeit von Ihrer Seite aus? Nein, die gibt es, die grundsätzlich erstmal nicht. Letzten Endes halten unsere Mitarbeiterinnen und unsere Mitarbeiter den Kopf für Dinge hin, die sie nicht zu verantworten haben. Wer das interessiert, aber prüfen die nicht. Und ich denke, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das, was Herr Hermann gerade sagte, ebenso dieses Thema, wenn unsere Mitarbeiter erkranken, sich melden, was machen wir? Wir rufen unsere Kollegen an und fragen, Mensch, könnt ihr nicht vielleicht doch noch einspringen, obwohl sie schon belastet sind. Bei der Zeitarbeit, wenn sie Pech haben, das passiert am Wochenende, geht keiner ans Telefon. Ja? Dann stehen die Kollegen trotzdem da und sagen, wie machen wir es denn jetzt? Ja? Die Versorgung ist nicht vernünftig sicherzustellen. Und das meinte ich eben auch mit diesen fairen, mit der Gleichbehandlung. Ja? Wir sind als Träger verpflichtet, eben sicherzustellen, dass die Bewohner vernünftig versorgt werden. Und dann kann es nicht sein, dass Zeitarbeit sagt, naja, wenn keiner kommen ist, dann zahlen sie es halt nicht, dann hat es ja erledigt. Nein, das fällt ja wieder auf unsere Kollegen zurück. Und deshalb muss es in der Zeitarbeit meiner Meinung nach auch eben Ressourcen geben, die heißen, da ist jemand krank und wir rufen unsere Leute. Also die Zeitarbeit ruft dann ihre Leute an und sagt, Leute, wir brauchen jemanden, der einspringt. Weil sonst sind unsere Kollegen immer diejenigen, die alles ausbauen müssen. Das kann nicht sein. Beteiligung an der Ausbildungsumlage, darüber haben wir, glaube ich, auch heute schon gesprochen. Ich habe hier noch ein Stichwort stehen, erleichterte Übernahme von Zeitarbeitskräften, habe ich schon gehört eben von Ihnen. 3 Monate muss man zahlen an die Firma, mindestens, damit dann auch der Kollege dann auch wirklich festangestellt werden kann. Das letzte Personalpools ermöglichen und refinanzieren. Das ist ja eine Idee, die auch von Ihnen gekommen ist, aus der Politik gekommen. Haltet doch Personalpools vor, dann habt ihr Springer oder wie auch immer das ist, die können dann entsprechend auch eingesetzt werden. Aber letztlich sind die nicht refinanziert, ist das so? Ja, das ist auch so. Also wir Heime haben einen Versorgungsvertrag, und nur die Personalmengen, die im Versorgungsvertrag drinstehen, die irgendwann mal bestimmt wurden, die kriegen wir refinanziert. Also wenn wir zum Beispiel auch letztendlich inzwischen durchaus Bewohner auch mit höherem Pflegegraden haben, für die wir dann auch mehr Personal zur Verfügung haben müssen, dann kriegen wir das nicht refinanziert, nur das, was im Versorgungsvertrag drin steht. Und von daher müsste es dann auch tatsächlich für diese Springerpools, die wir sehr gerne, wenn wir das Personal kriegen, einführen würden, müsste das dann auch refinanziert werden, ja.
Das sind die Forderungen, die Ihnen gleich noch aus der Politik auch nochmal persönlich auch übergeben werden, in der Hoffnung, dass Sie mit das hineintragen, diese Ideen und diese Vorschläge auch in die Kommunalpolitik auch hinein. Gibt es von Ihrer Seite aus noch ein Schlusswort, irgendein Gedanke, der vielleicht uns noch weiterhelfen könnte, Herr Detjen? Ich würde Ihnen empfehlen, in Köln eine Bürgerinitiative zu gründen. Die Pflegekammer wäre dabei, bestimmt, könnt ihr mir gut vorstellen. Es gibt örtliche Akteure, die Gewerkschaft Verdi ist an dem Thema auch interessiert und dann gibt es die Wohlfahrt. Ich würde sowas machen. Okay, eine Idee, die Träger auch mitnehmen können. Herr Stark, Sie sind Teil der Bürgerinitiative. Ja, definitiv. Also ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen sagen, organisiert euch, ne? Also werdet auch aktiv, tut wirklich was für bessere Arbeitsbedingungen. Und die Sachen, die jetzt hier auch vorgetragen wurden, die nehme ich auch mit. Ich muss jetzt gleich in die Geschäftsstelle. Heute ist ja Internationaler Tag der Pflegenden, nicht der Pflege. Ne? Also heute dankt man allen Beschäftigten, alle beruflich Pflegenden. Und das muss man mal ein bisschen klarstellen, dass wir dass tagtäglich die Pflegekräfte wirklich Herausragendes leisten. Und dort werde ich gleich auch nochmal den Minister Laumann sehen und werde das vielleicht auch nochmal mit rüber transportieren, also dass diese Sachen auch ankommen. Und wir werden uns da auch einsetzen und werden auch was machen. Und mit der Reglementierung, ich will nur noch eine Sache sagen, der Staat verdient bei der Zeitarbeit auch mit. Ne? Die 19% Mehrwertsteuer gehen nämlich von dem ersten Betrag ab. Das muss man, nein, das muss man auch am Ende des Tages sagen. Also, man kann sehen, das ist ein gigantisches Konstrukt, was da erschaffen wurde und wir müssen da auf jeden Fall Lösungen finden. Okay. Dann nehmen wir das, würde ich vorstellen, oder wollen Sie gerade noch was sagen? Bitte. Ja, danke schön. Also erstmal herzlichen Dank für diese wunderbare Veranstaltung hier. Ich nehme ganz, ganz viel mit, besonders auch die tollen Vorschläge gleich in der Mathe. Genau, also das, was gerade schon gesagt worden ist, ich glaube, das ist es, wir Pflegenden oder ihr Pflegenden, müssen einfach mal laut werden und das nicht nur in Köln, sondern einfach überall. Denn das, was bisher passiert ist, ist es nämlich nicht der Fall war. Wenn gestreikt worden ist, dann sind Pflegenden in ihrer Freizeit streiken gegangen, weil sonst eh nur die Minimalbesetzung gewesen ist. Das kann ich nachvollziehen, trotzdem finde ich, haben wir es verdient und alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, dass sie gesehen werden und gute Arbeitsbedingungen haben und im Endeffekt geht es ja den Leuten, die in der Pflege arbeiten, um die Personen, die gepflegt werden. Und die dürfen nicht die Leidtragenden darunter sein. Herzlichen Dank. Okay, danke Frau Kreisheim. Frau Los, Sie sagen, Sie sollen das Schlusswort haben. Haben Sie ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was rübergekommen ist? Ich werde nicht so viel rüberkommen, aber ich möchte eigentlich den Medien einmal ins Gebet nehmen. Es wird immer nur das Negative herausgestellt. Ich bin 5 Jahre im Haus Beckstein und ich habe es mir sehr schwer gemacht, mich einzugewöhnen. Aber wir sind keine Truppe von alten, gebrechlichen, dementen Menschen. Wir leben wirklich noch unser Leben da. Und das verdanken wir natürlich den Pflegenden und denen möchte ich hier auch nochmal danken. Ich weiß nicht wer. So. Danke, Frau Los. Dann nehmen wir das wirklich als Schlusswort. Jetzt werden noch die Forderungen übergeben, auch an Sie. Erstmal herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war mehr Zuhören als Reden, aber vielleicht trotzdem spannend und dann auch sehr, sehr interessante Gedanken, die von Ihrer Seite dann auch nochmal auch rübergekommen sind. Herzlichen Dank Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und schönen Tag. Alles Gute. Bevor ich jetzt aufbrechen, vielleicht würde ich mich gerne bei den Verantwortlichen aus dem Klarenbachwerk bedanken. Besonders bei Frau Klemm und Frau Rasimus, weil ohne die wären wir nicht hier, ohne die gäbe es das Bild nicht, ohne die gäbe es die ganze Veranstaltung nicht. Und beiden herzlichen Dank. Auch an Sie, Herr Rummel, vielen Dank für die Kooperation und ja, einen guten Heimweg.